Jetzt online. Und dein Flüster war komplett zu hören, sehr schön. Das ist ja auch richtig, so soll es ja auch sein. Das sieht doch gut aus. Dann können wir starten. Moment, Ausgabe 65. Ich starte hier einmal das Backup. Wunderbar. Ja, herzlich willkommen zur 65. Ausgabe vom Videostammtisch des Retroport-Podcasts. Ja, heute wird ein schwerer Tag, zumindest für mindestens zwei von uns. Denn wie ihr hier im Hintergrund seht, wir spielen Super Mario Bros. Und ich habe bis vor einer halben Stunde gehofft, ich komme drumherum und kann aus Zeitgründen nicht mitspielen. Jetzt habe ich leider doch Zeit und spiele es natürlich dann. Ich habe ja immer gesagt, ich habe ja eigentlich nichts gegen Mario, aber er läuft auch ohne mich. Wir gucken mal. Also wir haben aber ganz viele Fans auch hier und ich denke mal, wir werden dem Spiel auch so gerecht werden können. Aber ich habe ja auch noch gleich natürlich unseren Spezialisten in der Hinterhand, der Jump'n'Runs ja so liebt und vor allem auch Mario, da kommen wir gleich mal zu. Kommen wir erstmal zu den Fans. Michael. Servus zusammen. Möchtest du noch was dazu sagen, was du spielst, warum du es spielst? Und ja, also ich kann gerne mal sagen, ich werde auf jeden Fall die All-Stars-Fassung spielen, werde mich davor aber ganz kurz in die Gameboy-Gefilde begeben und das Super Mario Land vorstellen. Ich finde es einfach sehr passend, weil es mechanisch sehr ähnlich ist. Und leider ist es so kurz, dass es sich nicht lohnt, den gesondert nochmal vorzustellen. Deswegen will ich das jetzt im Rahmen des Stammtisches nochmal präsentieren. Ja, wir hatten ja eigentlich auch vor, heute diverse Mario-Klassik-Spiele zu spielen, aber da hat Arne mit Recht eingewendet, wir sollten dann lieber mehrere Folgen das machen. Also heute werden wir uns hauptsächlich auf Super Mario Bros. 1 spezialisieren. Nächste Woche ist dann Mario 3D auf dem N64 dran und irgendwann später, wahrscheinlich gegen Ende des Jahres oder nächstes Jahr, spielen wir auch nochmal die anderen Mario Bros. Folgen. Das heißt, das wird dann ein Mehrteiler, dass wir viel mehr Spaß haben können, noch die weiteren Folgen ausgiebig zu testen. Ja, Manfred ist da, den kann ja nichts schocken. Hallo Manfred. Hallo zusammen. Also ich zocke, wie gesagt, Super Mario Brothers auf dem NES und ich habe es nie mehr als 5 Minuten gezockt, aber ich lasse mich überraschen. Ja, Sebastian, du hast länger Mario gespielt wahrscheinlich. Oh ja, 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 vor allem die Super Nintendo, ganzen Spiele auf dem Super Nintendo, also All-Stars und Mario World und sowas. Und mit den ganzen 3D-Marios komme ich nicht klar, aber wie gesagt, absoluter Mario-Fan. Ja, auch seine Luigi-Tasse, aber ich bin sehr, Mario. Sehr gut, ja. Ich habe leider keine Giant-Taste als Gegenprogramm her, aber ich arbeite mal dran. Arne, bei dir habe ich ein bisschen Angst. Nach Kickstart wärst du jetzt den ersten Level von Mario so lange spielen, bis du ihn perfekt gelöst hast, oder spielst du das Spiel heute etwas entspannter als Kickstart letzte Woche? Ja, hallo. Also ich werde es auf jeden Fall wie immer ohne Cheat spielen, um mal sehen, wie weit ich komme, aber den ersten Level schaffe ich auf jeden Fall. Ich zocke heute auf dem Mister mit meinem originalen, alten, schon etwas vergilbten Nintendo-Controller mit so einem Retro-Adapter für USB. Und ich wollte eben sagen, dieses Spiel Super Mario Brothers, das hat einen Platz in meinem Herzen, weil das haben wir damals als Kinder, als kleine Kinder bei Karstadt gesehen und dann mussten wir wegen diesem Spiel ein NES haben. Unsere Mutter hat uns dann auch ein NES gekauft und unser Stiefvater hat uns dafür gehasst, weil sobald das NES zu Hause war an dem Weihnachten, haben wir stundenlang jeden Tag den Familienfernseher belegt und das ging dann so weit, dass mein Stiefvater, der sich übrigens, weil er das so gehasst hat, geweigert hat, Nintendo auszusprechen, hat immer Tendendo gesagt, euer Tendendo wieder, und hat dann irgendwann auch mal die Sicherung rausgedreht, weil er so frustriert war, dass wir da die ganze Zeit den Fernseher belegen. Was dann am Ende passiert ist, ist natürlich klar, meine Mutter zur Schlichtung der ganzen Situation hat uns dann einen eigenen Fernseher gekauft von Grundig für unser Kinderzimmer und so konnten wir dann halt so viel Nintendo spielen, wie wir wollten. Also ganz herrlich. Ich finde das Spiel super, ich freue mich schon total. Ja, ich habe es genau umgekehrt gehabt. Ich habe nie eine Konsole gehabt. Ich hatte immer nur Homecomputer und ich wusste eigentlich gar nicht, in der Jugendzeit zumindest, dass es Mario in der Form gibt. Ich habe darüber in Zeitung drüber gelesen, aber ich habe es selber erst sehr, sehr spät das erste Mal gesehen. Ich glaube, 5 Jahre nach Giant Sisters habe ich das erste Mal Mario gespielt und ernsthaft gespielt tatsächlich das erste Mal vor 2, 3 Jahren auf dem Game Boy oder jetzt die Game & Watch Fassung. Aber ich bin da auch fast ein weißes Blatt in Bezug auf Mario zumindest. Könnte also sehr spannend werden. Kein weißes Blatt ist mit Sicherheit Miriam. Die spielt doch das Jump'n'Run rauf und runter, oder? Ich bin ein genauso weißes Blatt wie du, was das Spiel angeht. Ich habe durch meine C64-Affinität irgendwie von Mario damals nichts mitbekommen. Also wirklich so gut wie gar nichts. Und bin jetzt auch
wegen des Game & Watch mehr auf Super Mario Bros. Aufmerksam geworden, habe es dann auch mit dem Game & Watch versucht zu spielen, bin aber in Level 6 im letzten Stage irgendwie hängen geblieben und komme dann nicht weiter und hoffe natürlich, dass ich hier heute weiterkomme. Aber wie du oder wie bei dir, Patrick, ich habe mit dem Spiel vorher nicht viel zu tun gehabt, außer jetzt, seitdem es das Game & Watch gibt. Ist eigentlich erschreckend, dass wir hier gleich noch auf eine dritte Person kommen, die auch nicht so viel Beziehung zu Mario hat, weil eigentlich müsste man denken, dieses Spiel hat jeder gespielt. Kommen wir noch einmal zu einem weiteren besonderen Teilnehmer. Der Christian ist mit dabei, der Blind Gamer, und wird sich heute auch an Super Mario Bros. Versuchen. Christian, ist dir das Spiel irgendwie im Gedächtnis? Du bist ja ganz lustig. Ich gehörte ja mit zu den Leuten, die das Spiel oder generell die Mario-Spiele vorgeschlagen haben. Und ich war auch derjenige, der ursprünglich einfach gesagt hat, Mario Klassiker. Ich bin ja mit dem Super Nintendo eingestiegen, sozusagen in die Welt des Super Mario. Lustigerweise kannte ich als erstes die Zeichentrickserie und mir war gar nicht bewusst, dass es eigentlich ja die Serie zum Spiel war. Das habe ich erst später mitgekriegt. Und dann, als mein Vater quasi sein Super Nintendo zu Weihnachten gekriegt hat, habe ich quasi Super Mario als Spiel kennengelernt. Jeder wird es wissen, Anfang der 90er war beim Super Nintendo ja immer Mario World bei. Wir hatten dann auch Mario All-Stars später. Das heißt, damals noch unwissentlich habe ich das Spiel auch schon kennengelernt, was wir heute spielen, Super Mario Brothers One. Fand oder finde es aber recht schwierig, habe aber auch schon von anderen blinden Spielern gehört, die das durchaus eine gewisse Weile spielen konnten. Und bin auch mal gespannt, wie weit ich heute komme und hoffe natürlich ein wenig auf rege Unterstützung, damit ich vielleicht auch ein paar Erfolgserlebnisse, sage ich mal, hier heute auch mitnehmen kann. Ich werde die Nintendo-Version spielen, auch wenn ich natürlich die Sounds bei Mario All-Stars um Längen besser finde, aber ich denke mir, wenn wir schon den Klassiker spielen, können wir es auch im Original spielen. So, und ich habe mir gerade noch einen Glücksbringer geholt. Ich weiß, von ich wollte ihn eigentlich irgendwo schön in die Kamera setzen, aber dann müsste ich ihn mir auf die Schulter setzen. Das ist etwas nervig. das müsste, ich glaube, ich hoffe, ich habe richtig gegriffen, oder? Das ist Mario tatsächlich, ja, und er guckt genau in die Jawohl. Kamera. Perfekt gemacht. Ja, dachte mir, gut, das Mario-T-Shirt habe ich letztens, ich wollte es eigentlich aufheben für heute, aber ich hatte es dann doch schon in den Händen gehabt und getragen. Aber mir fiel ein, da ist ja noch was, was ich hier mitnehmen können kann und mir hier auf den Schreibtisch stellen kann. Genau. Ja, wunderbar, sind wir gespannt. Ja, wir hatten ja schon gesagt, also Miriam ist mit bei unserer Selbsthilfegruppe der bisher noch nicht Mario infiziert, und wir haben natürlich noch einen dritten Teilnehmer in unserer Selbsthilfegruppe. Und bei dem bin ich mir nicht sicher, ob die Therapie helfen wird. Er mag grundsätzlich ja Jump'n'Runs sowieso besonders gerne und hat auch zu Mario eine große Liebe. Herzlich willkommen, Ingo. Ja, also ich bin heute ehrlich gesagt ein bisschen widerwillig dabei, weil ich kann mit dem Spiel nichts anfangen. Ich habe das damals zum ersten Mal auf dem Gameboy gesehen, habe das 5 Minuten gespielt und ich fand da bei dem Spiel überhaupt keinen Reiz. Also es hat mich überhaupt nicht tangiert und ich habe es damals auch weggelegt und danach bin ich auch einige Male wieder auf den Charakter Mario gestoßen, aber jedes Spiel, was ich mit ihm gespielt habe, das war irgendwie nichts für mich. Also ich kann den Hype nicht verstehen und Mario ist für mich eher ein Gütesiegel von Spielen, wo ich einen ganz großen Bogen drumherum machen soll. Und ich habe jetzt auch ein Spiel hier gestartet und ich muss zugeben, ich blicke bei der Namensgebung überhaupt nicht durch. Ich weiß noch nicht mal, welcher Teil ich jetzt habe. Gut, Super Mario Bros. Keine Ahnung. Ich Es denke ist mal, das, das was ist wir heute spielen wollen. Also es passt okay. zumindest, Ingo. Ja, das wird sehr spannend, wenn drei Leute, wie gesagt, hier keine ausgewiesenen Mario-Fans sind. Das wird sehr spannend. Brauchen wir, Entschuldigung, Halt, stopp! Ich habe nicht gesagt, dass ich kein Mario-Fan bin. keine Ich habe ausgewiesenen, habe ich Super gesagt. Mario World ein paar Mal durchgespielt, aber Okay, Super kein. Mario Bros. Habe ich halt noch nicht Okay, durchgespielt. dann da sage ich, dass zwei Leute hier überhaupt keine Super Mario-Erfahrung haben oder fast keine. Ist die Frage, brauchen wir jetzt nochmal von irgendjemandem eine Einführung, wie das Spiel funktioniert? Ich glaube, das ist aber trotzdem fast übertrieben. Oder Ingo, Ja, brauchen. ich. Gut, dann Ja, gut, bitte. Gianna. Ja, Gianna, aber mit Knopfdruck, ganz furchtbar. Das ist, nein, nein. Hat jemand nochmal eine ganz kurze Einführung, zumindest für Ingo und mich, damit wir grob wissen, was wir hier tun müssen? Ach, laufen und springen.
Und Sachen einsammeln. Und sich kann Tür wirst du groß. Lass mal jetzt Feuerblume kurz echt erklären. lass mal irgendwie Ingo, nicht alle gleichzeitig. Ahne. Es gibt ja hier erstmal zwei Knöpfe. Den einen zum Springen und den anderen, wenn man ihn gedrückt hält, zum Rennen. Dann rennt man so ganz schnell. Dann rutscht man auch weiter. Dann kann man auf die Gegner draufspringen und muss natürlich von links nach rechts. Das Einzige, was ich sonst noch sagen könnte, ist, manche der Steine haben versteckte Münzen drin. Wenn man 100 Münzen sammelt, dann bekommt man ein Extra-Leben. Es gibt auch ein Zeitlimit oben rechts und es gibt auch Extras, zum Beispiel den Pilz. Der Pilz macht einen groß. Wenn man groß ist, kann man die Steine von unten zerstören. Das hat uns als Kinder so begeistert immer, dass das geht. Man kann sich dann auch ducken, wenn man groß ist. Und dann gibt es auch noch andere Extras, zum Beispiel Sterne, die einen unbesiegbar machen eine kurze Zeit. Und es gibt auch noch die Feuerblume, mit der man dann schießen kann. Das würde ich jetzt erstmal so als Erklärung sagen. Ach so, und in die Röhren kann man manchmal rein. Drücken muss. Ich habe jetzt hier diesen 8-Bit Gameboy-Controller. Probier es einfach aus. Probier es aus. B ist Rennen, A ist Springen. Ja, und ich finde das wieder gut, dass du mal gesagt hast, weil ich halte das im Schnellrennen schon wieder völlig verdrängt. Also auch nochmal danke für den Tipp. Ich wäre wahrscheinlich wieder durch die Gegend gekrochen. Ja, ansonsten ist es wie immer, wer redet, ist im Bild. Also wenn ihr was Spannendes erlebt, was Spannendes seht, wenn ihr was Nettes erzählen wollt, wenn ihr fluchen wollt, immer schön laut, damit es alle mitbekommen. Und ja, ich wünsche euch und vielleicht auch Ingo und mir einen entspannten Abend. Wir gucken mal, wo es uns hinführt. Und ja, mögen wir viele Level schaffen. Viel Spaß mit Super Mario. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe das Spiel im Zweispieler-Modus gestartet. Wie komme ich jetzt wieder raus? Das Spiel nochmal neu starten. Resetten. Ja, ja, wie kann man das denn resetten? Also richtig. Menü resetten. Und Reset. Okay. Übrigens, wenn man rennt und dabei springt, springt man tatsächlich etwas höher. Auch ganz witzig. Und wenn man zwei der Monster nacheinander durch Springen erledigt, kriegt man mehr Punkte. Dann kommt so 100, 200, 400, 800. Das geht ganz weit. Da kann man so Kettenreaktionen machen. Ja. Und wenn das ist auch was Tolles, finde ich. Wenn du das lange noch hintereinander machst, kriegst du auch ein extra Leben. Genau, das gab es ja auch bei Turrican dann später, ne? Wisst ihr das noch? Bei Turrican 2 ging das dann auch. Das fand ich so witzig, dass man von einem zum nächsten hüpft. Das haben sie halt von Mario abgeguckt. So, und schon hängen wir irgendwo fest, würde ich mal behaupten. Springen, ah, doch nicht, oder? Wenn du ganz lange den Anlauf drückst, springst du. Genau. Wenn ihr alle drei gleichzeitig redet. Ja, siehst du? Mit Anlauf, mit B rennen. Und beim Rennen springen, aber lange den Sprungknopf gedrückt halten. Weil je länger man den Sprungknopf drückt, desto höher springt man auch. So. Ich bin jetzt ja auch gerade im dritten Level der ersten Welt. Und, wann hast du denn angefangen zu spielen? Während ihr euch noch vorgestellt habt. Ach so. Gab es uns auch eine Möglichkeit für unendliche Leben? Nee, ne? So direkt auf, nicht, dass ich. Kann man auf alles raufspringen oder gibt es da auch irgendwelche Probleme? Es gibt auch so Spike-Dinge, auf die sollte man nicht draufspringen. Die sieht aber man jetzt ja gerade bei mir hier. Die kommen dann, erst, genau, die kommen erst später. Ich bin ja hier schon in 4.1. Ja. Wieso habt ihr alle schon erklärt angefangen? Haben, die Schildkröten, die kann man ja. Ich habe nicht früher angefangen. Hier, bumm, zack, und dann können die Schildkröten. Auf jeden Fall eine Kleinigkeit habe ich hier, die erwähnenswert ist. Bei mir im Level gibt es so komische Aufzüge, die man entdecken kann. Mit denen kann man sich zurück nach oben fahren lassen. Und dann kann man auf der Decke oben rumlaufen und dort halt große Teile des Levels dann überspringen, wenn man die nicht unbedingt spielen möchte. Ja, ich bin immerhin in Welt 1-2, ich kann aufhören, mein Ziel erreicht. Ja, ich auch. Also, so weit bin ich noch nie gekommen. Und wenn er in Welt 1-2 über die letzte Röhre, also da kannst du ja auch über die Decke und dann kommst du in die sogenannte Warp-Zone und da kannst du dich auch in spätere Level warpen. Eine Sache finde ich gerade total witzig. Ich habe mich immer aufgeregt, dass Joanna Sisters nicht mehr nach links zurückscrollt. Das tut Super Mario 1 auch nicht. Das wusste ich nicht. Ich habe ein Extra-Leben da oben gefunden. In 1-2 in der Decke ist ein Extra-Leben-Pilz versteckt. Und wo? Da in der Decke, genau, wo du bist, ein bisschen weiter, oben ist ein, noch etwas weiter gehen, ein paar Bildschirme weiter, ist dann oben in der Decke, einer der Steine wird zum Extra-Lebenpilz und der fährt dann oben auf der Decke lang noch weiter. Ich probiere es nochmal, ich starte nochmal neu. Das ist ja abgefallen. Hier hoch oder wo? Da irgendwo, etwas weiter noch. Dann noch weiter. Noch weiter. Ich muss ja auch drei Bildschirme weiter noch.
Kann ich schießen? Ja, kann ich so. Hier irgendwo? Da oben, da wo diese Münzen sind. Da. Da komme ich nicht hoch. Mit Anlauf. Nein, ja. Verpasst. Wie gesagt, ich habe die Steuerung. Da muss man mit Anlauf hoch, ja, meine Herren. Oh nee, ich komme nicht mehr zurück. Ja, so. Ich wäre auch da hochgekommen. Aber ich Scheiße. Ich komme jetzt hier gleich zum ersten Boss. Mein Gott, wie schnell bist du? Ich habe keine Ahnung. Ich spiele auch ganz entspannt im Verhältnis. Leider Gottes bin ich zu klein geworden. Deswegen kann ich den jetzt nicht abknallen. Jeder Boss bei Super Mario Land verträgt 40 Schuss. 40? 40. Wow. Ja, gut, also aber man hast kann einiges zu tun. Ja, gut, aber man kann allerdings, wenn du es schaffst, hinter ihr zu kommen, dann kannst du normalerweise problemlos halt machen. Genau, weil die haben alle einfach nur hinter sich so einen Schalter, wo man draufklappt und dann geht die Brücke runter und dann fällt er in den Tod. Das musst du auch, wenn du nämlich nicht schießen kannst, dann ist das die einzige Möglichkeit, ihn zu besiegen. Dass er hinten draufsteigt und anschließend dann die große Wiedervereinigungsszene. Ingo, nicht dazwischen reden jetzt. Und gleich bin ich weg und sonst immer die letzten jetzt Male. Jetzt haben wir gleich bei mir hier die erste Verwandlung. Ah nee, okay. Also, war nix. Geht weiter. Scheiße. Ich hab verloren. Drei Leben sind wirklich nichts. Nee. Ich habe hier noch was anderes. Das ist so ein kleines Bonus-Game, das man am Ende jedes Levels aktivieren kann. Wenn man immer den oberen Ausgang wählt oder wenn man an einem Boss vorbeigekommen ist, kann man sich hier quasi Bonusleben oder eine Feuerblume erspielen. Je nachdem, wo man anhält, nehmen wir es zwei Leben. Ja gut, das gibt es beim normalen Mario, Super Mario nicht. Das ist jetzt. Mario Land ist eigentlich auch ein ganz anderes Spiel. Die Sprungmechanik ist ganz anders. Ich bin schon wieder überfordert bei zwei Knöpfen, aber egal. Und wie gesagt, das ist halt relativ kurz, deswegen halt ich es für Schwachsinn, das jetzt gesondert vorzustellen. Ja. Und nachdem es so ähnlich ist, ist im Rahmen hier ganz gut aufgehoben, glaube ich. Ja, ich würde nicht sagen, dass es ähnlich ist. Das ist genauso ähnlich wie Super Mario World oder sowas eigentlich. Vor allem, es ist schon von der Mechanik komplett anders. Es hat halt die Feuerbälle bouncen und man kann nur einen benutzen. Und also ja, klar, Unterschiede hat es, aber... So, wie war das denn im Cheat-Mode? Wie kann man den einstellen? Ja, du musst die Cheats runterladen. Nein, es gibt ja bei den Modulen auch einen Cheat-Code, oder nicht? Gab's doch mal, ne? So, Patrick, hier ist jetzt dieses Geheimnis. Dann kriegst du nämlich hier das Extra-Leben. Ich will es eben mal zeigen. Da ist es. Jetzt geht das oben da lang. Jetzt kommt, und jetzt muss man das halt sozusagen im Bild lassen und dann fällt es irgendwann runter und all das nur für ein Extra-Leben. Jetzt hier, es fährt immer weiter da oben fährt der, jetzt kommt er runter und ich habe ein Extra-Leben. Alter Schwede. Also als Kind kannte ich das nicht, glaube ich. Die würde ich ja gar nicht erreichen, das, wie ich sehe. Und hier kann man auch oben auf der Decke lang und dann brauchst du auch gar keinen Cheat, weil dann kommst du hier einfach in den Warp-Raum und zack, kommst du schon in Welt 4, wenn du willst. Kann man die Frage beantworten, ob es bei dem Modul ein Cheat gab? Nein. Sicher? Es gab keinen Cheat außer den Warp-Räumen. Okay, dann habe ich Problem. Das gab es, glaube ich, bei Nintendo nicht. Nur bei Konami gab es das. Aber ich versuche jetzt mal ohne Warp. Vor allem, da du ja so Gianna Sisters gestählt bist, finde ich, Patrick, solltest du das jetzt durchspielen. Ich schaffe ja nicht meine ersten Level. Also es ist ja, wie gesagt, mit dem Knopfdruck springen ist für Gianna Sisters Spieler schon eine Katastrophe. Das ist, ich verdrehe ständig die beiden Knöpfe. Du kannst dir natürlich das auch auf oben mappen, wenn du unbedingt willst. Ja, ernsthaft? Dann könnte ich es gut spielen, aber das finde ich ja nicht so richtig ehrlich dann. Aber tatsächlich, dann könnte ich spielen. Das wäre echt witzig. Was heißt denn so richtig ehrlich? Ich finde A und B auf einem Gamepad mit vier Knöpfen auch total bescheuert zu greifen. Also ich müsste mir das auch mal ummappen. Also ich finde das nur legitim. Beim Originalen sind die ja direkt nebeneinander. Das sind sie jetzt bei mir auch, aber ich, wie gesagt, ich verwechsel jetzt schon immer schnell rennen und springen. Also das ist, muss man eigentlich überhaupt viel schnell rennen oder ist das. Ja, das ist schon eine ziemlich wichtige Mechanik. Schnell rennen erreichst du größere Höhen. Ja, springen. Das die Frage war, kann man ohne schnell rennen viele Level trotzdem schaffen? So nein, du kannst das, viele schon, aber nicht alle. Oh, jetzt kommt bei mir das Feuerwerk. Oh, das war Mann, auch das irgendwas. Wisst ihr das? Das Feuerwerk kommt, wenn die letzte Zahl eine 3 ist oder sowas, ne? Oder irgendwie. Und eine 3, eine 6
oder eine 1 oder 3, 4. Auf jeden Fall, es können mehrere Zahlen in das Feuerwerk kommen. Oh, ja. Aber bei mir ist jetzt genau das, was ich gerade vorhin erwähnt habe: diese zwei Ausgänge zum Schluss, den oberen und den unteren. Durch den oberen erreicht man immer dieses Bonusspiel und durch den unteren beendet man einfach nur das Level und geht zum nächsten. Also, falls man es nicht schaffen sollte, oben reinzukommen, kriegt man keine Bonusleben. Noch was Cooles in der NES-Fassung: Wenn man rennt, kann man über kleine Lücken rüberrennen. Man sieht das hier, ich habe es eben mal gemacht. Also ich kann jetzt hier einfach so rüberrennen, wenn ich den Rennknopf benutze. Das braucht man, glaube ich, in den späteren Leveln auch noch. Es ist schon sehr viel drin in dem Spiel, das erwartet man erst gar nicht so. Ich würde es hier gar nicht versuchen, was Arne gezeigt hat. Ich würde wahrscheinlich gar nicht weiterkommen dann. Man kann auch durch Lücken durchrutschen, wenn man im Rennen sich nach unten duckt, dann rutscht man so oder so unter Lücken durch. Also schön, dass die Schildkrötenhälfte wieder zurückkommt, wenn ich sie gegen andere schieße. Das hätte man mir sagen können. Oh, Drecksack! Entschuldigung. Sprichst du mit Mario? Ja, mit wem sonst? Die Bezeichnung gefällt mir. Wer also hat einmal Lust, mal mit drauf. Ja, okay, sag. Mit drauf zu schauen, weil ich krepiere immer schon an der gleichen Stelle und das macht langsam keinen Spaß. So, siehst du? Zack und weg. Ja, da war ein Pilz. Ein Pilz. Ja, aber ein Pilz ist doch eigentlich gut, oder ist Pilz nicht? Ein Gumba. So. Ach so, ein Giftpilz, gut. Ja, diese laufenden Pilze. Ah, also es ist also ein bisschen Glückssache für mich denn immer. Entweder ich komme drüber oder ich komme nicht drüber. Ich sterbe immer. Jan, es kann sein, dass du dafür Anlauf brauchst. Das heißt, bei gedrückter Schusstaste müsstest du dorthin laufen. Ich traue mich immer nicht, die Taste zu schnell laufen gedrückt zu halten. Das ist mir zu schnell. So, ich versuche das mal. Also ich habe jetzt. Dann springst du ein bisschen höher und dann kommst du auch über das Rohr drüber. Genau, jetzt bist du problemlos drüber gekommen. Hast ein Extra-Leben aufgedeckt und bist deswegen nicht über die Abgrund gekommen. Ja, und bin gleich kaputt gegangen. Genau, beim Sammeln eines Lebens. Das war, ja, genau so muss das sein. Ja, das ist. Aber sag mal, diese Geschichte mit dem Rennen, gab es das in der All-Stars-Version auch? Ja, das ist Standard. Das ist dann. Das ist da dann aber auf, warte mal, auf Y, oder? Ja. Ich glaube, ich wechsle. Das ist mir jetzt so. Das ist tatsächlich bei den Controllern ganz witzig, weil die Pins wurden wirklich so gelegt, dass beim Super Nintendo, was beim Nintendo B ist, ist beim Super Nintendo tatsächlich, wie du sagst, Y. Und was beim NES A ist beim Super Nintendo standardmäßig B. Also auch von der Elektronik ist das genau so gelegt. Das ist ganz witzig. Weil dann kann man das leichter drücken mit Y und B. Ja. Ich versuch's jetzt doch nochmal. Geh doch weg, du Scheißpflanze. Mann. Miri, warum warbst du dich auch in Welt 4? Ja, weil dann wird es natürlich gleich voll schwer. Ja, ich kann ja, ich habe ja gespeichert, mein Gott. Na, guck mal, ich kann jetzt hier oben durchlaufen. Man kann nicht speichern bei dem Modul. Tja, du wusst wie. Ja. Wieder das Feuerwerk. Ich komme mir vor wie Arne, ich spiele ohne Sheet, das ist toll. So, jetzt reicht's. Also ich spiele ohne Sheet. Ach, Kack. Blöder. Aber ein kleiner Tipp für die Patrick, wenn du jetzt nicht mit Sheet spielen willst, es gibt Save States auf dem Mister. Ernsthaft? Ja. Wie macht das man macht es schon mal viel einfacher, weil dann muss man nicht mal das Level neu spielen. Das klingt interessant. Danke für den Tipp, das wusste ich auch nicht, weil zuletzt gibt es keine Save States. Nee, nur beim NES und Game Boy Advance. Bei so ein paar gibt es jetzt Save States, ja. Etwa System. Ist das dieses Save Backup RAM oder was ist das? Nee, es ist irgendwie anders. Ingo weiß es wahrscheinlich, ist etwas kompliziert. Ach, Save State heißt das, hier sehe ich das ja. Ja, du musst jetzt einfach nur, Moment, ich mache mal gerade Pause. Ja. Hab ich du gesehen, musst einfach hier den Slot wählen und dann, Save. Was ist Autosave? Das ist was anderes. Das hat was zu tun, glaube ich, mit den Memory Cards. Ach, okay. Genau, ich finde schon komisch. Ich kann es mit gedrückter Taste schnell laufen, mit einfachem Druck schießen und mit dem rechten Knopf springen. Das ist zu viel.
Und jetzt ist die Zeit abgelaufen. Ach, das, die Zeit läuft auch noch rückwärts. Ja, toll. Natürlich läuft die Zeit, was denkst so, du? Toll. Im Startscreen bin ich. Was muss man jetzt denn hier auswählen? Du hast jetzt ja mehrere. Das, ja, genau, das ist gleich voreingestellt. Das ist das erste, Start. Das erste Spiel. So, und was will er hier? Jetzt will er von dir wissen, in welchem Speicherpunkt er den Spielstand speichern soll. Ach, scheiß drauf. Einfach drücken. So, und hier kann man, glaube ich, nichts weiter groß machen, ne? Genau. Jetzt nö, ist das im Spiel, ja. Einleitungsbild. Und los geht's. So, mal gucken, wie weit wir hier gleich kommen. Nein. Ja, nicht weit. Das war's schon. Das ist halt fast identisch, die Levels. Ja. Genau identisch eigentlich. Muss man den Run gedrückt lassen und dann springen oder geht einfach, wenn man beide gleichzeitig drückt? Nein, man muss richtig Anlauf nehmen, also gedrückt lassen, dann rennen und dann erst springen. Dann springt man erst höher, sonst springt man genauso hoch. Ah. Es dauert so eine Sekunde oder so, bis er wirklich anfängt, richtig zu rennen und dann springt man schneller, höher. Ach du, ach, du ahnst es ja nicht, okay. Ah! Boah, ja, ist schrei gut. Doch nicht so, ey. Voll übersteuert. Ich bin jetzt übrigens im ersten Schloss Welt 1-4, weil ich habe jetzt den Warp halt nicht genommen, weil ich finde, zum Üben ist es besser, erstmal den Warp nicht zu nehmen. Was mache ich denn bei dem jetzt? Das ist ein Endgegner. Die Frage, mein Mario ist rot, was hat der drüber denn? Drüber springen oder unten durchrennen, wenn du es schaffst. Die Krätze. Unten durchrennen kann man auch. Oder drüber springen. Am einfachsten ist mit Anlauf drüber springen und auf die Axt hinten drauf. Das habe ich auf Float gedrückt, statt auf Save. Nee, was auch ist, wenn er rot genial. Ist, der Mario? Absolut genial hier. Ach, das Feuer. Cool. Ah. Ich habe was geschafft. Ich habe den ersten Level geschafft. Ist das Spiel jetzt zu Ende? Kann ich aufhören? Nein. Schade. Ich habe zwei versteckte Steine hier. Was ist das? Versteckt? Warum? Ich finde Sachen, die habe ich als Kind nie entdeckt. Habe ich aus Versehen irgendein Hack oder was? Was ist du hast das? Heute, hast du heute einen anderen Blick auf das Spiel wie sonst? Aber warum sind hier zwei Steine? Das macht gar keinen Sinn. Doch. Einfach nur für zwei Münzen oder was? Komisch. Aber hier übrigens, ich wollte das eben sagen. Mit dem Steuern, Mensch. Wie unglaublich cool das ist, dass man hier schon die Feuerschüsse des Endgegners so sieht, bevor der Endgegner überhaupt im Bild ist. Und dann sieht man ihn endlich, da ist er. Sieht jetzt etwas Panne aus, aber okay. Wahnsinn, ich stelle mich heute Hammer. Und jetzt kann man nämlich unter ihm durchrennen, während er hüpft. Ich habe eine Wetterpflanze gefunden. Das ist aber gar nicht so leicht. Wow, ich habe mal einen Pilz gefunden und bin jetzt größer. Das finde ich schon mal gut. Nein, bin ich nicht mehr. Ja, aber immer noch nicht tot. Nein, nicht abhauen. Oh Gott. Ich habe aber was rausgefunden. So, jetzt, wo du da bist, geh zurück, geh nach links. Ja. So, jetzt halte B gedrückt, also Y in deinem Fall, und drücke dabei nach rechts und dann den Sprungknopf gleichzeitig. Also erst B gedrückt. Mann! Okay, nochmal. Geh wieder nach links. Also, Y gedrückt halten, beim Y halten, nach rechts drücken und dann nach einiger Zeit Sprungknopf dabei drücken. Okay. Ah, jetzt fängt es wieder von vorne an bei dir. Das ist jetzt schon etwas kompliziert. Das stimmt. Da, jetzt meine bist Zeit. Du da wieder. Okay. Meine so, Zeit. Christian, jetzt musst du wieder nach links gehen. Jetzt praktisch Anlauf nehmen, also Rennknopf gedrückt halten, nach rechts um Anlauf zu nehmen und dann den Sprungknopf lange dabei drücken. Das ist jetzt der zweite Boss. Ich kann dich leider nicht sehen, weil die anderen reden. Ah, ach shit. Dann kommst du da irgendwann rüber. Jetzt bist du, nee? Nee, ich bin gerade wieder abgestürzt. Ach Mann. Und weg ist er. Ja, also nicht nur ich. Oh, warte. Wo ist er? Ja. Schwimmen und schießen. So. Jetzt darf ich nur nicht kleiner werden. Dann, ja, sieht gut aus. Nein. Hier mal den Sprungknopf länger gedrückt zu halten. Genau, siehst du? Weil dann, jetzt bist du gerade so hoch gesprungen, dass du drüber gekommen bist. Davor hast du den Sprungknopf immer zu kurz gedrückt. Dann springt er nicht hoch genug. Ich habe das auch das Gefühl, wenn man, du kannst ja lustigerweise in der Super Nintendo-Version auch mit A und B springen. Und ich habe das Gefühl, wenn man wenn man A drückt, springt er anscheinend höher oder weiter. Also wenn ich vielleicht ist es auch nur Einbildung. Wenn ich jetzt mit B springe, dann stürze ich irgendwie schneller ab, als wenn ich den anderen Knopf nehme. Als würde er da irgendwie mehr machen oder höher springen, keine Ahnung. Es könnte sein, dass einer der Knöpfe bei dir irgendwo im Emulator Autofeuer hat. Dann ist nee, das habe ich aber. Nee, das habe ich aber auch im Modul. Das habe ich auch tatsächlich, wenn ich das Original-Modul spiele.
sein. Ich, soweit ich weiß, ist das nicht so. Oh, jetzt habe ich hier eine versteckte Ranke gefunden. Ey, das Spiel ist so voll von versteckten Steinen und Sachen. Ich finde das wirklich fantastisch. Du hast in jeder Welt ein komplett anderes Setting hier. Komplett anders. Andere Hintergründe, andere Monster. Also die haben sich für Gamerspiel tatsächlich viel Mühe gegeben. Ja, vor allen Dingen, weil es ein Starttitel zumindest in Deutschland war, ne? In Deutschland, ja. In Japan, glaube ich, nicht. Muss ich hier im richtigen Moment drücken oder wann springt der Kerl endlich mal? Im richtigen Moment, genau. Wenn das Trampolin unten ist, dann musst du den Knopf gedrückt halten. Gedrückt halten? Mhm. Ja, doch, toll. Und dann noch bewegen dabei. Das ist zu viel. Das Beste am Gameboy finde ich eigentlich die Sequenzen mit dem Flugzeug und dem U-Boot. Ja. Ich hätte sind aber auch nicht so, so extrem, wie sie jetzt in einem echten Shooter wären. Nicht hoch. Nee, aber ich zwinge. Aber die sind eine schöne Abwechslung, ja. Ja, ja. Können auch gerne in die anderen Mario-Spiele einbauen. Ich kann ihn während er springt, kann ich ihn nicht bewegen. Doch, so ein ganz bisschen, aber nur. Ja, aber das ist ja nichts. Nein! Oh, geht spring, du Idiot! Ah, dieser Kack. Spring doch auf den versteckten Stein da. Oh Mann. Gedrückt. Ah, ja, genau, da. Dann. Geglitscht ist, wenn du ja Flügel steuern musst. Spring immer doch in die, genau, solltest auch in die Richtung stehen, in die du springen willst. Das ist ich will ja nicht springen. So, Pilz, wo ist denn Pilz? Ja, geht doch. Aber warum werde ich eigentlich gleich schon wieder klein? Ach, ich habe die Zeit ist wieder abgelaufen. Toll. Ja. Gleiches Problem. Die Fische regen mich gerade voll auf, ey. Wo ist der Stein weg? Wo kam mir der Stein her? Der ist versteckt. Den muss man also von unten praktisch treffen, obwohl man ihn nicht sieht. Dann erscheint er erst. Toll. Spiel ist halt voll von solchen versteckten Steinen, die irgendwo einfach im Nichts sind. Ich bin jetzt gerade bescheuert, weil ich den Moment nicht treffe, warum auch immer. Du musst doch da gar nicht. Ich möchte darüber. Bei dir fehlen Steine. Du hättest diese Steine nicht zerstören sollen. Siehst du, bei mir kann ich hier einfach ohne das Trampolin hoch. Ja, aber du hast dir halt die Brücke zerstört. Ja, und dann komme ich da nicht hoch. Kann ich dir auch nicht helfen. Toll. Da hilft es mit etwas Anlauf auf die Wippe zu springen. Nein! Er geht ja nicht nach rechts rüber. Oh. Ah, danke. Oh mein Gott. Ich kriege hier Krämpfe in der Pfoten. Nicht nur du. Oh Gott, die Wasserwelt. Ich habe sie schon immer gehasst. Die Wasserwelt. Die ging relativ zügig, sogar ohne irgendwelche Schießerei, weil ich war klein und konnte nicht schießen. Ah! Man muss auch sagen, schön ist das Spiel nicht. Also es ist schon irgendwie so hässlich, wie es irgendwie nur geht, finde ich. Das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht. Mario ist braun. Was ist denn das hier? Ach, ist das hier die Wasserwelt? Das Wasser ist blau, aber einfarbig blau. Die hat die Super Nintendo-Version, die ist schöner. Ja, das stimmt, die ist viel schöner. Ich finde es nicht hässlich. Das ist, also ich würde viel an dem Spiel rummäkeln für mich jetzt, aber ich finde es nicht hässlich, nein. Was doch? Mein Puls. Wie ist die Grafik? Jeder Block sieht gleich aus. Oh Gott, die Musik ist ja schon wieder... Was Lustiges am Rande, ich habe die Titelmelodie vom ersten Level aus der Super Nintendo-Version als Klingelton und ich habe im ersten Moment nicht dran gedacht und jetzt, als ich das gestartet habe und es angefangen hat zu spielen, bin ich ja so zusammengezuckt, hä, Handy, wieso klingelt das? Es ist doch eigentlich auf lautlos. Mario kann ertrinken, das ist schön zu wissen. Ja, das glaube ich, dass mich aber da, nur, dass aber mich nur das in freut. Einigen Leveln. Ja, ich habe gerade probiert, in welchen. Nützt der zweite Knopf oder Wasserlevel auch noch irgendwas? Der wird nicht schneller. Ja, du kannst schießen. Da kann ich wenn ja. Wenn du stimmt, schießen das, kannst. Natürlich, wenn der schießen Knopf kannst, ich konnte nicht schießen. Das ist ja auch der Schussknopf, genau. Yay! Ja, beleg doch die Knöpfe doppelt. Das vereinfacht mir das ja unglaublich. Ja, du hast halt nur zwei Knöpfe. Nein. Einer hätte gereicht. Ja, Drecksack. Springen kann man ja mit nach oben drücken machen. Ich glaube, Patrick, du bist der erste Mensch, der sich darüber beklagt, einen zweiten Knopf zu haben. Das ist echt so. Nein! Alle Retro-Spieler beklagen sich darüber, dass der Amiga nur einen Knopf Scheiße! Hatte. Naja, und der C64. Palmiga hat auch gerade eben im Chat geschrieben, dass das sehr modern ist mit zwei Knöpfen. Also es gibt neumodisches Klump. Genau. Nein. Wo ist denn jetzt hier der Pilz? Hat es sich erledigt. Was mir aber auf die Nerven geht, das ist das Schlittern. Das mache ich immer so nachschlittern. Fürchterlich, ja. Das ist also wie im Schlittschuh. Und wenn man nicht schießen kann, hat man auch die Arschkarte bei diesem Spiel irgendwie. Ja, und also ich habe auch Probleme mit dem Hüpfen.
Das Schlittern und Springen wurde ja angeblich extrem getestet damals. Also da haben die wirklich viel Wert drauf gelegt, dass es genau so sich steuert, glaube ich. Ja, ist aber kein Schlittschuhspiel. Doch, naja. Ja, es ist halt immer etwas schlitterig, das stimmt. Ja, aber warum? Weil der Mario eine Massenträgheit hat. Ja, dann nimmt man eine andere Figur, mein Gott. Wenn du halt im echten Leben, wenn du rennst, kannst du auch nicht sofort stehen bleiben, sondern hast auch noch deine Massenträgheit, die du ausgleichen musst. Siehst du, und deswegen habe ich lieber eine filigrane Gianna. Eben, und sagen wir mal so rum, in diesem Spiel sind so viele Sachen drin, die es im echten Leben auch nicht gibt. Da hätte das jetzt nicht gestört. Also, aber Gianna schlittert ja auch ohne Ende. Na, natürlich nicht. Gianna schlittert nicht, es ist nicht so. Aber sie hat auch Trägheit. Gerade im Sprung ist sie extrem träge, die Gianna. Ja, aber das kann man, also ich kann nicht besser einschätzen. Also dieser Wasserlevel nervt mich gerade tierisch. Ja, Wasserlevel nerven immer. Ja. Vor allem, wenn man keinen Schuss hat, dann ist das wirklich schwer. Obwohl bei mir war jetzt der Wasserlevel extrem schnell vorbei eben. Ich hatte das viel länger in Erinnerung. Ich glaube, ich habe auch damals nur die PAL-Version gespielt, natürlich die 50-Hertz-Version. Ich glaube, die ist natürlich dann viel langsamer irgendwie. Also mir kommt es jetzt sehr zügig vor, so die US-Version. Ich weiß halt nicht genau, was man machen muss in dem Wasserlevel, deswegen komme ich da nicht weit. Einfach nur zur Seite. Ja, nur durch. Ja, aber hier sind so viele Gegner und ich kann halt nicht schießen. Und dann kann man die auch von oben treffen? Nein. Du musst einfach ausweichen. Ja, kann man ja teilweise nicht gut, nicht einfach. Dieses Blöde. Ist das hässlich hier. Also hässlich finde ich es, wie gesagt, nicht, aber ich finde diesen Level etwas anstrengend. Kann man das nicht hässlich finden? Da ist doch nichts schön dran. Entschuldigung. Ich finde das grafisch total nett. Hier weiße Bäume mit schwarzem Hintergrund. Das ich finde es auch Sinn. Ziemlich jetzt habe ich nicht abgestürzt. Ziemlich minimalistisch. Und ja, braun, aber das finde ich aber nicht schön. Ich habe den Wasserlevel geschafft. Oh, schön. Oh, die schmeißen mit Hämmern die Arschlöcher. Jetzt kommt ein Stern. Jetzt habe ich zum ersten Mal einen Stern. Wird die Musik schneller und ich kann überall durchrennen. Übrigens auch sehr cool, man kann mit Steinen Gegner, die drüber sind, weghauen. Weil wenn man einen Stein zerdeppert oder normal anspringt, dann fliegt der so hoch und macht die Gegner drüber auch weg. Das ist noch so eine Mechanik aus dem alten... Ich möchte noch einmal, Entschuldigung, ganz kurz... Mario, ohne Super Mario. Ich gebe Nein! Was tut er? Ich gebe Oliver zu 100% recht. Er schreibt, das Schlittern nervt ihn und während des Sprungs keine Kontrolle ebenfalls. Und liebe Petit Dreams, Mimimi ist schön. Spiel doch einfach mit, statt zu meckern, ja? Gib das also mal weiter. Ich kann hier Oliver widerlegen. Ich kann hier springen und mich dabei nach links steuern. Oder ich kann springen und dabei nach rechts. Das geht. Ja, aber es also ist man nicht, hat Kontrolle. Es ist nicht so richtig schön, die Kontrolle. PT kann nicht mitspielen, ich blockiere ja den Mister. Dann soll sie auf dem PC spielen. So ein Mist. Könnte ja einen Zwei-Player-Modus spielen. Schweigen. Wie kommt man hier rauf? Ich habe noch mal eine ganz blöde Frage. Ist das wirklich die identische Version wie auf der Game & Watch? Nein, warum tut er das jetzt? Da bin ich nämlich recht weit gekommen und hier stelle ich mich sau blöd an. Frage, wie kommt man da hoch? Wenn das Trampolin unten ist, zurückhalten. Ingo, da willkommen im Club, da habe ich auch 5 Minuten gebraucht. Was ist das? Ach, das ist wieder so eine Schaukelpassage. Nein. Genau. Nur das ist wie die Schaukel bei Lionheart, genau. Nein. Und du hast genau drücken, wie, du hast drücken, genau wie drücken. Ich so nein, ich... Drück doch. Ah, ja. Man, warte mal. Ah, ja. Du hast genau wie ich die Steine kaputt gemacht vorher. Das war doof. Oh Mann. Ich töte euch alle. Christian hängt später am... Miriam ist tiefenentspannt. Ja. Diese Hammerviecher sind schon... Ah, guck mal. Diese blöden... Schon wieder Fische. Das sind schon wieder Fische. Fliegen. Aber das Fische. Ist ja spannend. Ich hätte eigentlich nichts gesagt, aber trotzdem wechselt er manchmal das Bild. Ja, du wusstest ja... Nee, man kann es manchmal sehen oben. Nee, ich habe das Zoomfenster offen. Ich habe ja ein Problem. Deswegen. Bei dem Level ist die falsche Musik. Da müsste jetzt irgendwie so eine Musik von Chris begangen kommen. Warum macht ihr das? Ja. Weil sie dich hassen. Ich habe schon bei Soccer Kid diese scheiß Fische gehasst. Jetzt fliegen hier Fische. Ah, ich hab's. Nein! Blödes Ding. Du blödes. Und ich hasse das Fische. Ich hau einfach ab. Ich bin einfach schneller. Also, so ich in der bin Pfanne einfach schneller. Ich lauf einfach nur noch. Ganz gut. Weg. Ich werde. Ist wie Sonic. Ihr seid solche Banausen. Gibt's hier irgendwie in der Mario auch mal Mark? Das hätte ich auch so gemeckert. Ich wollte es vorhin mich nicht, ich habe mich vorhin nicht getraut zu fragen,
wenn ihr das Spiel doch nicht mögt, warum spielt ihr dann mit? Ja. Das ist doch alles freiwillig hier. Ich mag Mario, ich ärgere mich trotzdem auch, weil ich aber normalerweise immer dabei bin, beziehungsweise versuche, irgendwelche Spiele mal zu spielen, weil die ich nicht kenne und vielleicht gefallen sie mir. Ich versuche seit 10 Jahren mir einzureden, dass es nicht gefallen wird. Es gefällt mir. Also es gibt manche Spiele, manche da bin ich umgekippt. Da ärgert man sich halt über seine eigene Blödheit. Ja, hier zum Beispiel. Ja, Mario, genau. Ähnlichkeiten zu Joanna hat, also denke ich schon immer, ich werde es irgendwann mögen. Ich denke, jedes Mal irgendwann werde ich es mögen. Ah, du blöder Kugelbill! Siehst du genau das? Und das Konzept ist ja jetzt auch nicht nur, man spielt nur Spiele, die man mag. Also ich denke mal, es ist ja eigentlich auch ganz gut, wenn man halt verschiedene Meinungen hat. Es ist unterhaltsamer für die Zuschauer zumindest. Genau, außerdem wollen die ja Spaß haben, wie wir uns hier zum Affen machen. Yay, Extra-Leben. Ja. Ich bin schon weiter, als ich wollte. Also ich bin eigentlich ich bin ja blöd, das hätte doch ein Leben gegeben, ich dumme Rübe. Mann. Hier ist noch was ich sehr toll finde. So eine Art Physikgeschichte mit so Seilen. Also das finde ich auch ganz witzig. Sowas gab es bei Gianna auch nicht. Was? So Plattformen, die mit Seilen zusammengeschnürt sind und sich dann gegenseitig beeinflussen. Und ich habe ihn verpasst. Das gab es hier schon beim allerersten Super Mario. Hier, die eine Plattform geht runter und die andere hoch und so, auch richtig mit Trägheit wieder. Schon, also ich weiß nicht, was ihr habt, das Spiel ist grandios, echt nur hässlich. Also das Komische ist, das Einzige, was mich nervt, ist die Grafik. Das nervt euch anscheinend überhaupt nicht. Ich finde die Grafik schön. Ich finde es nur... Mario an sich sieht, wie hässlich der aussieht. Was ist das für ein Sprite? Wie steht der da? Also ich habe schon gesehen, aber er steht halt mit dem Körper zu mir und mit dem Kopf nach rechts. So steht doch keiner. Das ist doch einfach und wie von einem Dreijährigen gezeichnet. Knopf. Was ich unheimlich nervig finde, was ich total nervig finde, die Musik. Also ich weiß gar nicht, wie die damals so berühmt werden konnte, weil die ist ja sowas von nervig. Also das, die dreht man doch eigentlich aus direkt davon. Es gab ja keine andere Musik und da hat man sich ganz schön lange gewöhnt. Die Musik ist doch der Hammer. Die ist super, finde ich. Die ist eingängig. Sie total ist total der Ohrwurm. Sie ist extrem penetrant. Also jetzt hier in diesem Level ist es keine Musik, das ist Terror. Ja, das ist ja auch Musik im Schloss. Das Klingern, das Klimpern der Münzen, wenn man sie einsammelt, da denkt man doch echt, man hat Geld. Ich bin so unfähig. Mann. Misse Yoshi, Mario World ist viel besser. Ich bin schon hatte ich ja ursprünglich auch vorgeschlagen. Das schaffst du aber nicht an so einem Stammtisch. Ja, musst du ja auch nicht. Also, wäre aber lustig, wenn. Ich bin schon mal froh, dass ich das mache. Das schafft es schon, wenn du direkt zu Bowser gehst, geht das schon schnell. Also, ich meine, bei Mario World habe ich den Vorteil, da kann ich wenigstens ein Level auf jeden Fall bis zum Ende spielen. Ja, du kannst ja tatsächlich bei Mario World ein Level überspringen. Also du kannst ja im ersten Screen quasi auf der ersten Map kannst du ja zwischen zwei Startlevels wählen. Entweder wirklich Nummer 1 oder du spielst gleich Nummer 2. Mann, beweg dich doch mal! Ich hab doch mal. Wie viele Welten gibt's denn? Ach nein! 8? Oh nö. Ja, doch. Oh nein. Oh ja. Nö. Ja. Doch. Nein. Ja. Ich hab ein Level geschafft. Ich bin froh, dass ich die Unterschied den ersten Boss geschafft habe. Wunderbar. Mein letzten Leben. Welt 3, das ist ja schon mal ein Erfolg. Und gleich wird der Game Over. Wunderbar. Aber das dauert doch viel zu lange, hier das Spiel. Wieso? Wo sind denn durchgespielt? Wo bist du jetzt, Ingo, auch in Welt 3? Oder wo bist du? 2-3. 2-3, okay. Ja, aber spielst du auch mit Safe States? Seitdem du mir es verraten hast, habe ich zumindest den mal benutzt, ja? Ich bin ja zu blöd, aber immerhin 3-1 geht ja. Ach, Mann, du Drecksack. Mal Leben auftanken. Komm her, du alte Schildkröte. Kannst auch nicht spielen, hört mal auf. Ich baller dich aus dem Haus. Nein! Doch! Oh. Mann! Mann, geh doch auf die Toilette und reinige die. Mensch. Ach, deinen anderen Job. Guck mal, würde er seinen Klempnerjob als Hauptjob machen, müssten wir uns nicht mit ihm befassen. Oh. Ja. Ich hab Augenkrebs jetzt, ey. Ach, geh, stirb doch und falle in den Abgrund. Stimmt doch was. So, ich habe euch jetzt einfach mal still zugehört und ich konnte es kaum mehr tragen. Alle sind nur am Meckern. Nein, ich nicht. Ja, aber ich kann gar nicht über das Spiel, ich kann mich selber.
Jetzt weiß ich warum. Weil die Leute, die das Spiel mögen, wie Manfred, die sagen natürlich nichts, weil sie es. Ich habe nicht. Und Manfred sagt nie was. Während die Leute, denen es nicht gefällt, natürlich laut als sich beklagen. Ich habe nicht gesagt, dass ich es mag, aber ich zocke es einfach. Aber du magst es, oder? Und wenn Manfred manchmal was sagt, das ist der Hammer. Ich warte immer noch auf so einen Spezialspruch dann wieder. Ich bin durch. Nee, das war noch Hammer, aber er kam auch manchmal so Klopper, wo man ja nicht mitrechnet. Ich ärgere mich halt über meine eigene Blödheit. Sehr schön. Das Spiel ist nicht lautstark genug. Wir haben eine lautstarke Minderheit, die das Spiel nicht mag. Und ich sage nochmal, ich möchte es mögen, ich versuche es ja immer wieder. Ich meine, schaut euch diesen kleinen. Die Steuerung ist scheiße. Oh, jetzt ist er weg, schade. Denn die Steuerung ist doch nicht scheiße. Maps hier dein. Okay, schließ einen Joystick an und dann. Ich schließe dann mein Competition Pro an mein Mappy um. Ja, geht ja, Mister, ja. Ja, aber das kann man ja nicht machen, das ist Frevel. Ach, schaut euch diesen süßen kleinen. Dann beschwer dich auch nicht. Wolkenfuzzi hier an. Ich habe mal was Positives zu sagen, und zwar das Rolling ist wunderbar. Der kramt in seiner Wolke rum und schmeißt die Gegner raus. Es ist so süß. Ich würde mich auch nie über die Technik beschweren. Ich finde das Spiel ja auch. Das Spiel ist ja auch schön. Das Spiel ist mit mir nicht kompatibel. Gab es denn technisch auf dem C64 irgendwelche Spiele, die ein besseres Scrolling hatten? Ich glaube nicht. Also im Vergleich zum. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Scrolling besser ist als auf alles, was C64. Das würde ich so wahrscheinlich sagen, aber Scrolling ist sehr gut. Wie gesagt, ich finde es ja auch technisch toll, das Spiel. Ich verstehe ja auch, warum es alle mögen. Nur ich bin mit diesem Spiel nicht kompatibel. Ich weiß nicht warum. Ich rutsche hier durch die Gegend, ich kann das Ding nicht steuern und. Naja. Ja, vor allem, ich verstehe nicht die Motivation so richtig. Och, die Mensch, Motivation eines Jump'n'Runs? Ja, okay, das ist halt generell wahrscheinlich das Problem, weil bei allen Jump'n'Runs finde ich das halt irgendwo ein bisschen. Naja, das Springen ist an sich halt eine Herausforderung, aber dafür macht es dann auch Spaß, wenn man es gemeistert hat. Also. Das ist ein Geschicklichkeitsspiel. Es darf ja nicht zu leicht sein. Also. Also ich würde es ohne die Safe States nicht schaffen. Ich finde es auch gerade ziemlich schwer eigentlich. Ich bin jetzt gerade ziemlich überrascht, dass es doch relativ leicht ist. Arne, du ich hatte das nicht so leicht in Erinnerung, weil ich bin jetzt in Welt 4 ohne Warp und das ohne ist nichts. Schön, Arne. Wir kommen nicht mal in Level 3, aber es ist. Doch, Level 3 bin ich schon, aber. Aber mit sehr, oh, jetzt habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ja. Ah, nee, doch nicht. So, ja. Ich kann es ja gleich mal. Nein, ich Idiot! Spielen, wenn ich durch sein sollte. Und wenn ich auf den Knopf drücke, der schnell ist, da habe ich überhaupt keine Kontrolle. Ach komm her, stirb. Nein! Es gibt natürlich auch so ein paar Tricks, zum Beispiel, wenn man an die Röhren rangeht. So, jetzt nochmal. Dann kommen oben die Pflanzen nicht raus. Was ist der dritten Welt bei mir jetzt? Ja, stimmt. Puls von 230, ey. Komm, Club. Und die dritte Prozessin. Nein! Machst du viel Werberei da, oder was? Ja, ja. Ja, die waren ja alle bis jetzt nichts. Kannst du da weiterschicken. So, warum wird das, warum wird man gleich schon wieder klein? Hier hast du halt dann irgendwas. Oder doch Pilz, nicht? Du musst länger drücken, den Sprungknopf, dass du über die, da bist an so einer Röhre, hängst du jetzt fest. Du kannst auch halt versuchen, mal den Charakter zu wechseln und mit Luigi zu spielen. Das sollte ich vielleicht mal machen, ja. Höher. Oh, warte. Hier war doch gerade ein Pilz. Nee, das war ein Stern, was du jetzt gerade hattest. Ach so. Das ist ja auch geil. Der hat den gleichen Sound, aber. So, warte mal, jetzt muss ich ja. So. Och Mann, dieser. Hä? Habe ich jetzt gewechselt? Nee, ne? Nee. Ich glaube, das kann man gar nicht wechseln, oder kann man doch, da wechseln? Doch, du kannst den wechseln. Ich weiß, ich habe das Ding mit Luigi damals durchgespielt. So. Yay, jetzt sind wir ganz am Anfang. Erst bist du wieder ganz rausgegangen? Ja. Nein, ich bin wieder weggerutscht. Ach Mann. Oh. Drück nochmal. So. Nochmal. So, hier müsste es sein, ne? Okay, drück nochmal Knopf. Weiß jetzt nicht welchen. Start oder irgendwas. Ja, jetzt geht's gleich wieder. Jetzt kannst du, glaube ich, den Charakter wechseln, aber. Nee. Nicht? Ich war mir sicher, bei Allstars ging das. Ich habe bei mir das Ganze mit dem Luigi gespielt, das weiß ich noch. Es geht, glaube ich, mit Mario Brothers 2, glaube ich. Ich gucke nochmal. Da weiß ich es, aber ich habe auch das 1 und das Lost Levels mit Luigi gespielt, weil mir das deutlich sympathischer ist als Mario. Ah. Hier kommt so, jetzt was, wo man das genau, Rüberrennen benutzen muss, über die Löcher rüber zu rennen hier.
So, und hier wechselst, machst du nur den Save-Slot, oder? Genau. Ah. Und stand noch was. Ach so. Warte mal ganz kurz. Ich kann mal schnell hier pausieren. Huch. Ah ja, interessant. Mit X kann man das Spiel auch einfach wieder neu starten. Auch Mario zieht die Schlittschuhe aus. Das ist das Einzige, was ich echt anstrengend finde, dieses Nachrutschen. Sonst könnte ich das Spiel viel einfacher mögen. Und dass man manchmal aufpassen muss bei diesen blöden Schildkröten, wo man diesen Körper hinschießt, da den Panzer hinschießt. Aber da kann man sich ja dran gewöhnen. Uah, das meinte ich doch! Och, nö! Ja, aber wenn dich plötzlich aus dem Nichts kommende, schnell bewegende Dinge stören, dann wirst du Spaß haben in den späteren Leveln mit den Bullet-Builds. Ich kann ganz bewusst sein, ich werde die späteren Level ja nie sehen. Ich staune gerade, ich habe es in Level World 2.1 hier geschafft, ohne ein Leben zu verlieren. Na, das ist Auswahl 1 oder 2 Player. Ach, das ist die 1? Ah, scheiße. Auf was stehe ich jetzt? 2. Scheiße. 1 nach oben. Jetzt so. Bist du auf 1. Wie bin ich denn überhaupt hin? Und jetzt wieder 2, ne? Ja. Komisch. Das Leben dazu gekriegt. Schön. Und hier kannst du nur... Nee, das ist nur Continue und Save und Continue. Ach so. Ich glaube, der zweite Spieler ist Mario. Oder vielleicht in der Spielauswahl ganz am Anfang gibt es vielleicht einen Trick, aber so eine Art Trick irgendwie. Ich muss mal nachschauen. Ja. Wo sind jetzt hier der? Bin ich jetzt groß geworden schon? Ich glaube, ist es nicht so, dass Luigi sich genau... Du bist doch auf die kleine Röhre. Ah. Muss ich für klein sein? Das ist ja gemein. Das kam, glaube ich, erst später, dass Luigi wirklich anders steuerte, oder? War das hier schon so? Ich glaube, das war in All-Stars schon. Das hat ja mit Mario Bros. 2 US-Version angefangen. Da hat es ja drei Charaktere und jeder hat seine eigene Arten gehabt. Da konnte Luigi eben etwas höher springen. Die Peach konnte, glaube ich, gleiten. Der Pilz, Toad war keine Ahnung, super schnell. Der war schneller, aber konnte nicht so hoch springen. Irgend sowas. Oh, jetzt aber. Ja. So, Pilz ich haben wir. Groß sind wir jetzt im Sonder gucken. Ach, das war's wohl. Endlich 5-3 geschafft. Endlich 5-3 geschafft. Oh, Gott. Oh. Das ist jetzt eh meine liebste Welt im ganzen Spiel. Welche auch weil das Soundtrack hier so geil ist. Also auf dem Game Boy. Auf dem Game Boy, ja. Ja, die Game Boy-Version habe ich ja mal angespielt, die fand ich ziemlich gut. Die mochte ich sehr gerne. Die ist ja relativ schnell durch. Sie hat einen richtig, richtig genialen Soundtrack auch. Wow. Aber so langsam arbeite ich mir auch ein. Level 3-3 ist ja schon mal gar nicht so schlimm. Du spielst auch mit Self-States oder wie spielst du? Ich spiele mit Self-States im Augenblick, ja. Ah, okay. Aber ich habe auf dem Game & Watch auch ohne Save State schon mal die jetzt hier ungefähr erreicht. Also 6-4 oder was ich hatte, hat... Nee, so weit bin ich nicht gekommen. Ja. Oh. Ich werde mal in den nächsten Tagen den Game & Watch wieder rausnehmen und da mal ganz entspannt drauf versuchen, weiterzukommen. Ja, das werde ich auch mal machen. Aber wie gesagt, ich habe irgendwann, ich habe keine Geduld. Wenn ich jetzt 20, 30 Mal versucht habe, dann habe ich keinen Bock mehr. Das ist mein Problem. Ich habe jetzt übrigens das Zelda Game & Watch vorbestellt. Das könnte ich auch in Defekt kaufen, weil spielen würde ich es nicht. Aber ich fand die Idee toll, dass es da jetzt mehrere von gibt. Ich hoffe, dass sie noch mehr rausbringen. Ich bin eigentlich überhaupt kein Zelda-Fan, aber... Ich spiele kein Zelda, das ist mein Problem leider, aber... Ich habe das nur vorbestellt, weil da das grandiose Gameboy-Zelda dabei ist. Ja, und da ist das Wormen dabei, das Game & Watch Wormen. Ja gut, wen interessiert das? Braucht mir doch die Game & Watch nicht für die Game & Watch Spiele. Also bitte. Weil das wäre fast noch ein Witz. Welches Spiel ist das für die Game & Watch? Den muss ich mir... Wormen, das ist das, wo man so sprüht immer, oder? Ist das das? Ich glaube schon. Mit so einer komischen Sprühkanone. Ja. Aber kann das nicht sein, dass das ebenso wie die anderen sehr schnell in den Preis fällt oder bleibt das Zelda teuer? Was denkt ihr? Keine Ahnung. Das Mario wird ja verramscht im Augenblick, leider. 20 Euro. Echt, das will ich haben. Echt? 20 Euro statt 60, ja. Oh, das will ich haben dann. Man kann es ja auch als Wecker benutzen. Es kommt wieder was so ein Level mit seinen Nerven. 5-3 so schwer, Sebastian? Ich bin jetzt schon durch beim ersten Versuch. 5-3 fand ich gar nicht so schwer.
Ich habe mich, ja, ich habe mich irgendwie blöd angestellt. Ach, du bist bei 5-1, hä? Ja, ich bin, ja, okay. Weil ich in 5-4 gerade gestorben bin, dann bin ich zurückgesetzt. Ah, okay, jetzt bin ich auch in 5-4. Ich bin in 5-1. Stimmt, bei Allstars wird ja gespeichert. Wenn ich schnell laufe, 1-1. Kann ich ihn gar nicht mehr steuern. Wie seid ihr denn alle so schnell? Verstehe ich auch nicht. Warp, ich hab geworbt und hänge jetzt ewig an Welt 5. Ich weiß ja nicht, wo die Warps sind, also nützt es mir nichts. Eigentlich immer am Ende von den Welt 2. Laufen. Ich hab nicht geworbt, aber in einer Stunde kommt man ja so weit. Immer am Ende von den Unterwelten, also von den Unterwelt-Level, die kein Endlevel sind. Also das hier zum Beispiel jetzt. Nein, das ist ein Endlevel. Die Punkt 4-4 sind immer Bossgegner-Level. Nein, in 5-4 bin ich gestorben. Bei den Vierern sind immer die Cooper, also die sind immer die Bowser am Ende. Das Ding ist zu lang. Wie kommt man da? Nein! Ich glaube, ich gehe Game Over in 5-4. Ich glaube, ich bin Game. Nein! Ich treffe den Pilz nicht, toll! Ich bin ohne Warp in 5-4 gekommen und jetzt Game Over. Das kommt, weil Sebastian gesagt hat, dass er da. Du hast mich unsicher gemacht mit deinem Tod. Entschuldigung. Sobald ich auf schnell gehe, sterbe ich. Vor allem in dem NES muss man immer wieder von vorne anfangen dann. Oh, nein. Ja gut, jetzt kannst du dich ja voranwarpen. Also jetzt hast du ja die Level schon mal durchgespielt. Oh, ja, stimmt. Das mache ich jetzt, glaube ich, auch. Du hast recht. Wieso gibt es da eine Spezialfunktion drin, oder was? Nein, was? Das ist, die Warpräume sind ja immer da. Also ja, wenn man weiß, wo die sie kann sind, man halt nehmen oder nicht. Aber die sind einfach immer über die Decke. Also in 1-2 einfach über die Decke, dann kommst du zum Warp. Nein, 1-2 und in 4-2 sind die, die ich jetzt auswendig weiß. Aber es lohnt sich auch, die Level mehrmals zu spielen, die normalen, weil man findet halt immer noch was. Ja, klar, es lohnt schon. Also es macht schon Spaß. Hä? Was ist das denn? Ich finde, ich krieg nicht mal diesen scheiß Pilz. Oh, ich wechsle über die Tasten. Ja, das Problem habe ich auch. Du hast doch nur zwei. Das ist ja das Problem. Ja, aber das ist umgedreht. Ich spiele mit dem PlayStation 1 Controller, weil ich mit meinem 8-Bit-DO irgendwie nicht, den habe ich nicht erst laufen gekriegt. Der wollte nicht. Jetzt spiele ich mit dem PlayStation 1 Controller. Game Over in Welt 2-4. Wunderbar. 2-4. Nein. Aber ohne Cheat wohlgemerkt. Ach Gott. War schwer genug. Schwer nicht gekriegt, schade. Hast du eben gehört, dass es ganz einfach ist, Welt 4 zu kommen, hat Arne doch gesagt. Nee, Welt 2-4, ja. Nicht Welt 4. Ich hatte Schildkröten, das ist ja witzig. Und der eine hat mich jetzt kaputt gemacht. Oh. Ich bin einfach mal dafür, dass Ingo und wie heißt der? Genau. Genau du halt. Ich bin heute etwas verwirrt. Ich habe meine. Was macht jetzt? Ich musste sehr früh aufstehen und. Ja, ich habe jetzt noch den Trick hier bei diesem Extra-Leben in 1-2. Man kann natürlich, wenn man groß ist, da gleich ein Loch hinhauen. Nein, man muss man darauf immer nicht warten. Schieß doch nicht die scheiß Flamme. Kommt da halt gleich durch Penner. Das Loch. Ja, aber was ich mal sagen wollte, sollten wir auf jeden Fall mal Lost Levels spielen. Das ist doch was. Das ist ja noch schwerer. Ja, deswegen. Nein! Bestimmt super zum Zuschauen sein. Wie gesagt, ich finde das hier ja schon nicht einfach zumindest. Man kann sich dran gewöhnen. Wenn man es mehr als einmal in seinem Leben spielt, dürfte es helfen. Aber ich glaube auch nicht, dass du beim ersten Mal in deinem Leben das bis zum 4. Level gespielt hast, Sebastian. Nee. So, und ich habe das jetzt das erste Mal weiter als Level 1-2 gespielt. Also, ich bin jetzt hier in 3-4. Gibt es hier irgendwo einen Warp? Ich bin auch in 3-4, Ingo. Wenn du einen siehst, sag mir Bescheid. Nein, in den 4er-Leveln gibt es nie einen Warp. Nee. Aber manchmal irgendwo ein verstecktes Extra-Leben oder so. Das kann es schon mal geben, aber... Ja. Ich versage hier aber auch gerade wieder regelmäßig in dem Level. Och nee, der springt immer daneben. Och Mann. Drecksau. Am meisten flucht du trotzdem, Miriam. Nein, ich fluche nicht. Das ist einfach nur maximal... Das ist Retro-Tourette. Maximal emotional. Ich dachte genau. Retro-Tourette. So, jetzt habe ich 5-3 auch beim ersten Mal in groß mit Feuerblume. Komplett. Das kann doch nicht sein. Wie kriegt man? Ja, sowas bei mir eben auch. Ja, 5-3 ging. Es ist auch so ein bisschen wie so ein Schmupp, wenn man einmal aufgelevelt ist, dann kommt man viel leichter durch. Irgendwie. Ich kriege ja nie das. Ja, kommt doch an. Aber ja. Was weil du kannst dann halt ballern und. Ich konnte kein einziges Mal ballern, weil ich die Extras nicht mehr kriege.
Ja, genau, das ist echt wie bei einem Schmuck, wenn man einmal aufgerüstet ist. Ja, man kann, wenn man es ist, aber ich falle hier runter, ich stürze ab, meine Finger verknoten sich hier, das ist scheiße. Hast du die scheiß Blume und kannst schießen, kriegst du 30.000 also hier, Blumen, die du sammeln kannst, aber bist du klein, ja, kriegst du dann kommt mehr. Nichts. Also hier diese Bäume, will ich nur mal kurz sagen, ist ja wohl so der hässlichste Baumstamm, den ich jemals im Computerspiel gesehen habe. Es ist wirklich vier schwarze Pixel auf einem grauen Matsch, braunen Frage, Matsch. Meine Frage, ab 100 Münzen gibt es ein Extra-Leben, oder, glaube ich? Ja. Okay. Richtig. Jetzt soll das ja einsammeln hier. Ja! 5-4 geschafft! Miri, gurgelst du? Wie hast du 5-4 geschafft? Nein! Ingo, wo ist der gelaufen? Hinten auf die Wand. Ich bin drauf. Schon wieder klein. Bist du durch, gestorben? Wodurch? Durch diesen Level. Nee. Schade, ich auch nicht. Einmal ohne sterben, bitte. 6. Jetzt kam nur ein Feuerwerk. Die Anzahl der Feuerwerksexplosionen hängt auch von irgendwas ab. Nein. Ja, genau, das hängt von der, das hängt von der Zahl ab, die du hast. Bei 0 ist es am meisten Feuerwerk, und dann hängt es jeweils dann ab, was du hast. Also. Ich hätte gern mit alles und ohne sterben. Ich weiß nicht, wie man dieses scheiß Vieh hier wieder, und ich komme da nicht unter durch. Guck mal, einer fällt runter und der andere, der jetzt auch, hä? Eben nicht. Dann nicht. Ich habe früher als Kind gar nicht verstanden, dass das so viel besser ist als Diana. Ich habe das immer so als gleichwertig angesehen. Ich habe das auch mal gedacht, es könnte gleichwertig sein. Es ist definitiv nicht da. In dem Absatz gebe ich dir recht. Viel besser als Diana. Diana Sisters ist um Klassen besser. Nee, überhaupt nicht. Ja, ich bin nee, aber ich finde auch Diana besser. Um Klassen Diana besser. Sisters ist hat viel weniger Sachen. Also es ist viel spielfreundlicher. Aber mehr Musik. Es mehr ist Musik. Halt ein Klon. Und die Musik, aber bei Diana kannst du durch die Steine, durch das Runterspringen gar keine Münzen drüber oder Gegner drüber wegbratzen. Es gibt keine Schildkrötenpanzer, die sich abprallen. Dieses ganze ja, Zeug, gut, das ist hier alles viel Witz da. Es ist aber irgendwann auch zu viel, das ist das Problem. Aber wann ist Diana Sisters entstanden und wann ist Mario entstanden? Das Diana muss man ja auch mal sehen. Mario-Klon gewesen. Das wurde das danach stimmt, programmiert, aber finde stimmt. ich mit weniger Witz. Also ich finde es halt sehr viel charmanter und spielbarer. Liegt aber daran, dass ich es als erstes gespielt habe und ich finde, dass hier im Prinzip von den Möglichkeiten, brauchen wir nicht drüber reden, es ist natürlich super, aber es ist komplett überfrachtet, wenn man es nicht gewohnt ist aus der Jugend. Und wenn man es das erste Mal, also, ja. das erste Mal mit Mitte 40 gespielt hat und das zweite Mal mit fast Ende 40, dann ist es vielleicht schwierig hinzuzufügen. Ich finde es völlig überfrachtet, aber es heißt, ich habe 5 Jahre Zeit. Du meinst, es ist zu kompliziert im Grunde. Es ist im Endeffekt zum Einstieg, es ist zu kompliziert, ja. Ich habe zum ersten Mal Mario gesehen mit 15 auf dem Gameboy. War bei mir und ungefähr auch so. Das hat mich nicht angesprochen, weil es war mir irgendwie zu knuffig. Nö, das war mein Problem nicht. Also ich fand die Steuerung halt immer schwierig, zumindest jetzt hier mit dem Geschlitter, wie gesagt. Das geht mir immer noch am Zeiger und das nee, ich wollte ich nicht damals lieber Spiele, wo Blut spritzt. Das war halt damals so das Alter mit 15. Und ich weiß nicht, also so, ich kannte auch niemanden damals, der irgendwie eine Super Nintendo gehabt hat. Das Problem hatte ich auch. Hätte man die Konsole gehabt, hätte man sich sicherlich an dieses Spiel ganz schnell gewöhnt. Ich finde es auch cool, wie hier in diesem Spiel diese Steine so leicht hochwippen, wenn man sie anhaut, wenn man klein ist. Irgendwie hat das sowas, weiß ich nicht, als wäre das echt, dass man so den Stein so nach oben haut, wenn man ihn. Das hat mir bei Diana auch immer gefehlt, schon als Kind. Das habe ich nicht vermisst, nee. Also wenn ich irgendwo mit dem Kopf gegen einen Stein haue, dann gibt der nicht nach. Das stimmt, ja, Mario es ist unrealistisch. Haut nicht mit dem Kopf, Mario haut mit der Hand. Das stimmt, nein, der hat ja so eine Hand. Wie gesagt, Stacheln sind tödlich. Ne? Danke nochmal für den Tipp. Ja, das waren jetzt die Stacheln. Ich habe mit meinem Bruder früher auch immer so überlegt, was findest du besser, Diana oder Mario? Und dann fanden wir, glaube ich, auch Diana besser. Das eine ist ein Casual Jump'n'Run und das hier ist ein komplexes Jump'n'Run. Und wie ich schon sagte, wenn du mit Mario angefangen hättest, so ich, wäre es mir wahrscheinlich in Fleisch und Blut übergegangen. Und so ist es einfach schwer. Nein, was macht ihr denn da? Ich bin ja schon sehr erstaunt, wie weit ich noch gekommen bin. Natürlich auch sehr innovativ bei Diana, dass das zwei Frauen sind. Also ist auch mal die Mario-Figur, das hat ja Ingo mal gesagt, die ist wirklich nicht so toll. Also, na ja, gut, Super Mario sieht hässlich Brothers aus. Und Diana Sisters. Ja, das ist natürlich. Ja. The Brothers are History, sage ich nur in der Werbung. Vor allem, ich weiß halt auch nicht, wie man auf diesen Charakter kommt. Das finde ich halt irgendwie ein bisschen komisch. Warum denn Klempner? Ja, das ist aber nicht das, was ich jetzt kritisieren würde. Wenn das jetzt für mich perfekt spielbar wäre,
Wer das vielleicht, weil hier überall Rohre sind. Ja, aber das ist doch halt irgendwie ein bisschen eine komische Story. Also, Ingo, bei Computerspielen ist auf die Story zu achten. Das würde ich jetzt Mario nicht ankreiden. Ich verstehe auch nicht, warum das so ein Kult geworden ist als Figur. Ich würde jetzt auch nicht mit Mario-T-Shirt rumlaufen. Also das definitiv nicht. Aber das würde ich im Spiel nicht ankreiden. Ich glaube, das war ja schon festgelegt durch das normale Mario Brothers in der, als Automat. Da war das ja schon der Charakter mit diesen Röhren. Ich glaube nicht, dass Miyamoto da eine Entscheidung hatte. Das war ja schon vorgegeben, eigentlich durch das Spiel davor. Durch das normale Mario Brothers. Dieses Durchspringen von unten an den Boden springen ist ja da auch, kommt ja auch daher. Also, wie gesagt, das allererste Mario Bros. Finde ich toll. Das spiele ich ja. Das ist auch super, gerne. Ja. Das ist im Multiplayer toll. Das gab es ja auch auf Nintendo, ne? Das ziemlich gute Umsetzung, glaube ich. Originalgetreue. Das gab es auch auf dem C64 in zwei guten Umsetzungen. Stimmt, ja. Eine von Ocean und eine direkt von Nintendo, glaube ich. Beides lizenzierte Sachen, aber. Ja, das war gut. Das Spiel mochte ich. Also das habe ich auch gerne gespielt. Das war mein Mario dann auch früher. Das kannte ich halt. Nein, ach, geh doch kaputt, du Dummes. Das ist schon irre, dass es das für ein C64 gab. Hat da auch super Laune gemacht. Und zwar als offizielle Lizenz, nicht als irgendein Homebrew. Zu zweit hat es richtig Laune gemacht. Ja, das haben wir immer wieder gespielt. Du konntest unter den anderen springen und den sozusagen in ein Monster katapultieren dadurch. Und er konnte nichts machen. Wir haben immer erst eine Runde Kickstarter 2 gespielt und dann eine Runde Mario Bros. Das weiß ich auch noch. Ich sehe auch gerade was. Hier in Welt 2.4 kommt genau das gleiche Levelstück wie später in 5.4. Nur ohne das drehende Teil. Also ich glaube, die mussten hier auch Speicher sparen und haben dann so große Screens immer übernommen. Haben sie ja auch. Ja, ne? Die Büsche sind zum Beispiel dasselbe Sprite wie die Wolken. Genau. Ja, stimmt. Das habe ich auch mal gelesen. Ja, das ist... Sieht man die Büsche und die Wolken sind die gleiche Grafik, nur andere Farbe. Ja, und durch den simplen Trick aber... Also mir ist es vorher nicht aufgefallen, bis ich es mal irgendwann... Jetzt habe ich es das erste Mal gesehen, eben gerade hier, wo ihr es sagt. Jetzt sehe ich das gerade im Vergleich. Ja, deswegen, also... Das ist schon. Aber das sind alles Sachen, die finde ich nicht kritisch. Das finde ich nicht schlimm. Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Naja. Aber es ist einfach schon anhand der Limitierung der Technik, es ist wirklich schon Wahnsinn, was Teil 1 schon alles hatte. Oh, ich bin in der Warp Zone. Ich habe eine Warp Zone gefunden. Oh, cool. Was muss ich jetzt machen? Von 4 in 5, cool. In eine der Röhren springen, also beziehungsweise in die eine Röhre springen, die du hast. Ja, gut, je nachdem. Ich habe nicht gesehen, in welcher Warp Zone er war. Du wärst auch, er wäre auch da eh nicht mehr rausgekommen. Und ich habe wieder irgendein Problem hier, dass die immer diese scheiß Pix-Dinger runterschmeißen vom Himmel. Ah ja, der haben wir ja auch hier gerade. Der ist immer nervig. Das nervt. Oh Gott, stirb. In den kann man doch reinspringen, oder? Geht das hier noch nicht? In die Wolke? Nee, den noch nicht. Den kannst du ja nur kaputt machen. Also. Reinspringen kannst du erst in 3. Ah, in 3. Mario 3. Da kannst du mit dem durch die Gegend fliegen, der Wolke. Das ist voll super. Ja. Das ist echt süß. Ich finde es auch süß, wie der da in der Wolke so ein bisschen rumkramt. Er sucht immer so, wo ist es, wo ist es? Wo ist denn bei Level 4 ein Warp? In 4.2 oder wo ist der Warp? Ja, genau, in 4.2, ganz am Ende vom Level ist ein Warp. Da musst du wieder auf die Decke rauf. Auf der Decke. Kann ich ja nicht, weil ich ja mal klein bin. Ich war ja noch nie groß. Also, kannst ja trotzdem. Achso, aber ich kriege keine Scheine kaputt. Tust du ja nicht dafür. Beziehungsweise da ist ein Pilz drin. Wenn du da jetzt gerade runter gehst, also unten lang gehst, in dem letzten Stein ist ein Pilz. Da komm ich, nützt ja nichts. Nein. Geh mal zurück in das Loch. Und dann der letzte Stein neben dem Loch. Nein. Ah, der. Ja. Jetzt erkenne ich ihn. Du willst ja klein werden. Jetzt erkenne ich ihn, das ist ja Mario. Ach Mann. Ja, man muss natürlich noch ein bisschen irgendwann lernt man auswendig, wenn man das oft genug spielt, wo so die ganzen Bonus-Sachen sind. Und so, jetzt ist letztes Level. So ein bisschen Intuition hilft auch, weil oft sind versteckte Extras und so in den ersten oder letzten Steinen in einer Reihe irgendwie. Mir auch irgendwie wieder aufgefallen. Das hat man irgendwann verinnerlicht. Ja. Ist auch komisch, es wird einem alles oben angezeigt, aber nicht die Anzahl der Leben. Die kriegt man nur gezeigt zwischen den Levels. Ja. Jo, das ist ja in späteren Teilen auch, hier auch oben. Anders. War das, was ihr meintet? Ich bin versehentlich nach oben gesprungen. Ja, genau. Nur, da musst du gleich aufpassen, weil da kommen verschiedene Stellen, wo Löcher sind. Und jetzt muss ich weiter trotzdem oben weiterlaufen? Ja.
wird ja nicht klappen, komme ich ja nicht wieder hoch. Ja gut, du kannst natürlich jetzt... Was ist das denn? Eine Feuerblume. Dann kannst du schießen. Was, die hast du noch nie gehabt, die Feuerblume? Jetzt kannst du natürlich ein Loch machen. Einmal im ersten Level doch. Super. Patrick geht immer gezielt an allen Extras vorbei. Nein, ich erwische sie nicht. Ich springe immer dran vorbei, weil das Vieh rutscht. Und jetzt ist hier irgendwo das extra Niveau. Ist das jetzt? Nee, da, du musst die ganze Zeit hoch und oben sein. Aber das ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so einfach. Ja. Komme ich ja nicht hoch. Ist das nicht da so? Kommst du so nicht hoch. Das kannst du. Aber. Da kommst du, da auf der Röhre und dann kommst du, genau, da kommst du, jetzt kommst du rauf. Genau, jetzt, da ist die Warpzone. Da rein. Oh, weiterlaufen. Also nicht da rein. Ja, weiter, okay. Genau. Weiter, sag mal, ja. Was? 1, 2, 3, ich laufe weiter, da rein, okay? Ja, genau. Und das gleiche ist auch in 4, ist auch in 1, 2. In 1, okay. 2 ist auch eine Warpröhre am Ende vom Level, genauso. Da musst du auch drüber und dann nur da kannst du dann halt nach 2, 3 und 4 warpen und nicht nur nach 5. Da kann man sich selbst aussuchen, wo man hinwarpen will. Genau. Also ich glaube, so weit war ich auf der Game & Watch noch nicht. Weiß ich gar nicht genau. So, ich habe das alte fiese Viech erstmal erwischt hier. So. Gott sei Dank. Und der letzte Boss. Nein, der vorletzte Boss. Vom Game Boy. Ja. Vorletzte Boss, ja, ist es so. Game Boy hat weniger Level auch. Ach, da ist er ja deutlich schon weniger Level. Er hat insgesamt 4 Welten mit 3 Leveln. Ja. Ich sollte Game Boy von 8 mit 4. Jetzt kommt der letzte Boss. Ach nee, es ist nicht Wario, stimmt. Es ist erst in Teil 2. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Abgestürzt. Pong? Wieso ist jetzt bei mir Pong an? Wieso ist jetzt bei dir Pong an? Dein Mister hat von selber Pong gestartet. Ich hab nichts gestartet. Dein Mister war das, oder spielst du nicht auf den Mister? Das doch, ist ja aber komisch. War der Pong? Ich meine, ja, der Mister hat recht, ich spiele lieber Pong als Mario, aber das so, jetzt mal ganz kurz Ruhe, wir läuft gerade das Ende. Schade. Sag halt was schnell. Ja, warum hast du jetzt dazwischen gequatscht? Weil ich das nicht gesehen habe bei dir. Ah. Gut, ja. Beide zusammen sind halt in den Raumschiff eingestiegen und fliegen jetzt von dann. Aus der Rassaland. Das Gameboy-Spiel spielt hier auch nicht im Pilzkönigreich, sondern in einer komplett eigenen Welt. Ist ja auch eine andere Prinzessin, ist ja auch nicht. Das ist ja auch Daisy, die du da rettest. Ja. Und nicht Peach. Aber ich glaube, allzu viel vom Gameboy, vom ersten Gameboy-Spiel, ist nicht übernommen worden in die Gegnerschaft. Daisy ist übernommen Mario, oder? Worden. Und Daisy existiert noch, aber so die Gegner? Da sind nicht allzu viele übrig geblieben, glaube ich. Ja. Bin ich sicher, ob irgendwelche Gegner übernommen wurden. Aber die Gameboy-Version ist wirklich nett gemacht, muss man sagen. Also ja, die ist super. Mir ist tatsächlich mein Safe-State auch zerstört worden dabei, beim Pong-Spiel. Wollte mir der Mister einen Gefallen tun? Ich weiß es nicht. Er hat ja wahrscheinlich die ganze Zeit zugehört. Ja, wahrscheinlich. Jetzt musst du runterkommen. Ja, aber wie gesagt, ich bin ja immerhin bis Level, was war das jetzt? 5 gekommen. Das Schöne bei der Gameboy-Version ist, wenn man die durchgespielt hat, dann kann man sie auf schwerer nochmal durchspielen. Und ja, aber da wird genau, das kein Lust drauf. Ich glaube, das ist bei der NES-Version auch der Fall. Ja, es kann sein, ich habe die NES-Version nie durchgespielt. Das ist aber gut, weil das ist wirklich etwas leicht, ne? Also, ich habe das als sehr leicht in Erinnerung, das Gameboy. Ich habe es auch nie durchgespielt. Ich habe es auch das erste Mal vor 10 Jahren oder so gespielt. Oder vor 15 Jahren. Aber wir haben es damals gekauft auf unserem Gameboy und gleich durchgespielt, am ersten Tag oder so. Das war ganz komisch. Ja, ja. 12 Mal, du wahnsinniger Hex. Ja, gut, es wird ja nicht immer schwerer, sondern es wird ja nur einmal schwerer. Ja, aber Hex, weil der hat es 12 Mal hintereinander durchgespielt. Wird das dann immer langweilig. Schwerer? Nein, leider nicht. Leider nur ein einziges Mal. Ja. Kirby war auch so cool. Das war auch so ultra leicht. Dann hatte man es durch. Aber dann wurde es halt schwer. Also dann konnte man es auf schwer stellen. Dann war es richtig schwer. Muss man schon mal sagen. Aber 12 Mal hätte ich jetzt auch nicht. Wie lange hat das gedauert? Wie spät haben wir es denn jetzt? Gut, ich habe nicht so lange gespielt. Gebraucht.
Michael, weil, ja. Ja, ich habe auch nie wirklich gut gespielt jetzt. Das ist, muss ich gestehen. Auf dem Gameboy komme ich ein bisschen besser klar mit der Steuerung. Eine halbe Stunde vielleicht, wenn man gut spielt, ne? Ja, sowas. Ja, genau. Aber es ist dadurch auch kein schlechtes Spiel. Es macht halt total Laune. Es ist auch einfach nur zu spielen, auch wenn es leicht ist. Also das muss man auch sagen. Also ich weiß, bei uns war in der Location Markismo mit da, also der Kumpel von Danny, und der hat das in 12 Minuten durchgespielt. Wir wollen mir zeigen, wie einfach das ist. Ich habe 12 oder 13 Minuten hat er gebraucht. Irgend sowas. Da gibt es ja auch richtig Wettbewerbe, wer schafft das wirklich als Speedrun, und das geht in Zeiten, ja, unglaublich. Ja gut, ich meine, es gibt auch Warps, Mario, oder? 1 kannst du in unter 5 Minuten durchspielen, wenn du gut bist. Aber dieses Mario, was wir gerade spielen, oder was? Ja. In 5 Minuten. 4 Minuten 54 Sekunden. Mal eine Frage, wo ist denn dieser Warp-Block am Ende von 1, 2? Ganz am Ende. Du musst, wo bist du denn gerade? Du musst immer in die Decke, also auf der Decke laufen, auf dieser, da wo die Punkte sind, stehen. Da musst, ja, da kommst du jetzt so natürlich, genau, da könntest du jetzt zum Beispiel hochspringen. Mhm. Oder sowas, ja, also mit anderen Aufzügen ist einfach. Ja, gut, nee, du musst natürlich mit den anderen Aufzügen, weil da ist ja keine Wand. Genau, da auf den Punktelauf, genau, und jetzt einfach drüber, ja. Und jetzt kommt es zur Warp Zone. Okay. Ach, da, cool. Ja. Danke, gell? So, gerne. Nach 80 Minuten verliert man ja auch mal langsam mal die Geduld hier. Ja, gut, das Problem ist natürlich wirklich, dass du halt ganz oft irgendwelche Sachen hast, wo der einfach gegen eine Wand läuft, wo du drüber springen musst, und wenn das natürlich nicht siehst, oder das kriegst du ja überhaupt kein akustischen Feedback drüber, das ist dann natürlich dann... Ja, vor allem, weil du ewig dann hier diese Geschichte hast mit dem Rennen und dann Anlauf nehmen und ach... Ja, genau, deswegen, das ist... Das versuche ich ja, aber anscheinend... Honig. Will er nicht, oder? Nein, will er nicht. Aber egal, man kann zumindest sagen, man hat es probiert. Ja, klar. Bei dem All-Stars, da wurde ja auch die Physik verändert, dass man durch die Blöcke so durchspringt, statt von ihnen abzuprallen. Das hat doch vorhin irgendwer, glaube ich, auch geschrieben in der Gruppe, oder warst du das sogar? Ich habe das geschrieben, weil es gibt nämlich einen ROM-Hack, mit dem das dann wiederum gepatcht wird. Es ist schon etwas komisch, wenn man so das Spiel kennt und dann All-Stars spielt, da merkt man, wenn man halt einen Block zerstört, dann springt er weiter und prallt nicht zurück. Das ist dann schon etwas komisch. Ich weiß auch nicht, warum die das verändert haben. Haben sie, glaube ich, angeglichen an, wie das in späteren Spielen ist. Das kann auch sein, ja. Weil, und mich irritiert das total. Wenn ich mal den NES-Version spiele, dann komme ich total durcheinander, weil ich das Spiel eigentlich nur vom Super Nintendo kenne. Verstehe, ja. Immer nur die All-Stars-Version gespielt, weil ich den NES nie hatte. Ich bin kein NES-Kind. Das... Also dieser Patch heißt, glaube ich, Mario World Brick Fix. Dann wird die Sprungphysik angeglichen. Ich habe aufgegeben, nachdem ich jetzt Pong spielen musste eine Runde und dann der Mister abgestürzt ist, bin ich zumindest erstmal durch. Ich gucke mir lieber dieses schöne Graffiti-Bild an und euch weiter zu. Natürlich auch toll, in einem Mario-Video, Janus ist das Bild zu laden. Nein, das ist das englische Bild. Ich finde diesen Schriftzug unten links so schön und der gefällt mir bis heute sehr gut. Ja. Es gibt ja einen von Mario Brothers einen Janus Sisters Hack. Ich kenne es nur umgekehrt. Ich habe damals als Jugendlicher, habe ich mir den Gag gemacht und habe bei Joanna Sisters auch Frevel betrieben. Ich habe da Mario Sprites aus dem Mario Bros. Eingebaut. Das habe ich auch mal gemacht. Ich starte es gleich mal so als Abschluss, bevor ich mich hier verabschiede. Kann man ja mal reinschauen. Also andersrum. Joanna Sisters in Mario kenne ich nicht. Also ich kenne nur Mario in Joanna Sisters. Auch tolle Sätze gerade, aber egal. Wer ist denn schon durch mit dem Super Mario Bros.? Ich bin's gedanklich. Was heißt das? Ich habe die Lust jetzt verloren. In welchem Level? Ach, in der zweiten Welt. Ich glaube, beim dritten Level war ich oder so. Ich stelle mich ein bisschen zu bucklig an. Ich renne zu oft in den Tod. Ganz ehrlich, das beruhigt mich sogar, weil
ich komme mir auch so blöd vor, Mensch. Ich sage ja, ich möchte dieses Spiel mögen. Ich mag es eigentlich auch immer wieder, aber ich komme nicht klar. Ich komme einfach nicht klar. Hast du denn mal den dritten Teil gespielt? Weil der ist ja schon wesentlich freundlicher, sage ich mal, zum Spielen. Nein, ich habe nur die Gameboy-Version mal angefangen und jetzt diese Fassung auf dem Game & Watch und wollte mich dann eigentlich mal durch die Serie durchspielen, aber ich habe es halt nie geschafft, ein Spiel ganz zu schaffen und ich dachte immer, ich will erstmal einen von den Teilen komplett durchspielen und mich daran gewöhnen, aber diese Gewöhnungsphase dauert jetzt schon Jahre und sie gelingt mir nicht. Also ich würde dir mal empfehlen, den dritten Teil oder gleich die Super Mario World Version. Das spielt sich tatsächlich runder und ein bisschen zugänglicher dadurch. Ja, ich war halt chronologisch, ich wollte es chronologisch versuchen, aber das ist vielleicht mal eine Variante. Oder doch auf dem Gameboy nochmal entspannt. So, ich habe es jetzt mal geladen. Komischerweise läuft die Musik schneller, aber sonst, vielleicht sieht man ja irgendwas anderes. Nein. Sieht genauso aus. Ja. Ja, der Mario sieht der Mario ist nur irgendwie sehr dunkel jetzt in dem Pack. Okay. Weiß natürlich nicht, was passiert, wenn er jetzt mal einen Pilz nehmen würde oder so, wie er dann aussähe, ob es dann irgendwie den Sprite dann irgendwie geändert haben. Ah, okay. Ja gut, und der Name oben ist in Jaina geändert, super. Das hilft aber auch nicht viel. Nee, da wo normalerweise der Name Mario steht, steht jetzt Jaina. Naja, einmal reinschauen war es ja wert. Ja, klar. Super, ich habe es jetzt endlich mal geschafft, in die Welt 7 zu kommen. Ich noch nicht. Ich bin noch in 6-4. Das ist auch, wo ich auf dem Gameboy total hängen geblieben bin. Mit dem, ich hatte eben eine Frage. Mit dem Stern kriegt man aber keine extra Leben, ne? Durch Kettenreaktionen irgendwie. Nee. Oder doch? Nee. Nur mit einem Panzer. Oder durch Kettenreaktionen springen. Genau. In dem Teil kriegst du leider noch kein extra Leben beim Stern. Das kriegst du auch erst aber bei den späteren Teilen. Genau. Dann kriegt man nämlich mit einmal, dann geht das so 200, 400, 800 und dann 1000 oder so und damit einmal extra Leben, extra Leben, extra Leben, extra Leben. Eins nach dem anderen. Da kann das man echt alles absahnen. Ah ja. Ich bin nicht sicher, ob das in 3 nicht auch schon ist, aber... Ich glaube, in 1 geht es auch. Aber da brauchst du halt wirklich sehr viele... Nee, in 1, wenn du einen Stern hast, der fängt immer, dem, den du umbringst, macht der, wenn du sehr viel schnell hintereinander umbringst, der macht immer nur 100, 100, 100, 100, 100, 100. Simuliert das nicht auf. Ich dachte, da gibt es so ein Hack, wo sich da Leute so eine Shell einklemmen und dann ständig draufhüpfen und dann Punkte sammeln und irgendwann Leben dazu bekommen. Das ist nicht in... Ja gut, das ist ja was anderes. Wir reden ja davon, wenn du einen Stern hast. Ja, ja. Wenn du einen Stern hast und eine Kettenreaktion auslöst, dass du ganz viel. War noch nicht, machst. Ne? Genau, weil das mit der Shell einklemmen, das ist ja. Das klappt ja nicht, wenn du einen Stern hast. Weil wenn du einen Stern hast, geht die Shell ja weg. Ja, ja, das meine ich ja. Deswegen, ja, das geht nur ja. Mit einem. Das geht nur ohne Stern. So, ihr Lieben, ich wünsche euch noch viel Spaß. Ja, auch danke fürs. Ich weiß gar nicht, was ist nächste Woche dran? Weiß das einer? Mario 3D. Nach Mario 64 auf dem N64. Ach, Schreck. Nee, dann nicht. Ja, da bin ich auch noch unsicher, ob ich das mitspiele, weil der werde ich wahrscheinlich, das ist auch absolut nicht meins. Also von Mario Sounds richtig super, aber... Gefallen. Ich weiß auch nicht. Ich habe es immer angespielt, aber nicht warm geworden damit bis jetzt. Ich fand es gar nicht so schlecht. Ja. Aber was hattest du gefragt? Hat irgendjemand noch eine Frage gestellt? Ja, auf welchen Plattformen kann man das denn spielen? Beziehungsweise Mario 64 ist N64 natürlich und ansonsten gibt es eine Neuauflage, ne? Switch, es gibt es genau für die Switch, genau. Aber das ist ja auch nur das alte Spiel mit... Ja, es gab auch eine DS-Version. Stimmt, die gibt es auch noch. Das heißt, dann kann ich gar nicht mitspielen, technisch gesehen. Und es gibt einen inoffiziellen Engine-Rebuild quasi davon. Mit dem kann man das dann auch in 60 Frames spielen und andere und Widescreen und also es gibt so ein Engine-Rebuild davon auch. Bis morgen Abend. Bis dann, ciao, ciao. Ja, was Carter 17 da im Chat schreibt, das beruhigt mich wieder. Er sagt auch, auf dem Game & Watch findet er es auch tricky, weil er hat die späteren Teile sich dran gewöhnt. Vielleicht mit den späteren Teilen mal anfangen sollen. Kann tatsächlich sein. Ich finde das auch deutlich einfacher mit Rennen auf Y und Springen auf B. Ja, also ich finde das einfacher. Und ich werde irgendwann nochmal den Gag tatsächlich machen und mir das auf meinen Competition Pro umrouten.
nur mit einem Knopf. Das geht ja technisch auch problemlos. Also ab Deck 6 wird es echt schwer jetzt. Na gut, aber mit einem... Nach oben springen legen, das wird doch gehen. Oder brauche ich ja, stimmt. Oben? Das geht doch. Ja, stimmt. Springen ist ja nur springen, genau. Schießen ist das ja... Das heißt, ich könnte das ja machen, wie bei Giant Assist. Also dann probiere ich es nochmal aus. Ob mir das dann irgendwie einfacher vorkommt, müsste man dann mal checken. Das weiß ich nicht. Ist aber wirklich, man hat sich so versaut. Natürlich ist es normal, mit Feuerklapp zu springen. Das ist mir auch klar. Aber wenn du 10 Jahre lang oder 5 Jahre lang nicht mit dem Feuerkopf springst, das kriegst du aus dem Kopf nicht mehr raus, wenn das Jahre waren, die dich spielerisch geprägt haben. Das ist eine Katastrophe. Ich spiele Jailer. Wenn ich mal das Spiel inzwischen spiele, ich das genau andersrum. Ich mappe mir Springen auf eine Taste. Um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Ach, warte mal. Super Mario 3D, gab es das nicht auch für die Wii? Nein. Das ist ja was anderes. Es heißt nicht Super Mario 3D, es heißt Super Mario 64. Ah, okay. Super Mario 3D ist ein anderes Spiel. Ah, okay. Bin ich also auf der Switch in Mario 3D All-Stars ist es dabei. Ja. Genau, weil ich hatte nämlich auf der Wii mal oder Super Mario World oder sowas, das habe ich auch 5 Minuten gespielt und dann nie wieder. Nee, aber das 64 ist halt eigentlich nur für den 64 und halt, ja gut, dann Handheld. Aber es kann sein, dass auf der Wii über diese Virtual Console drin war. Nee, das habe ich gekauft. Ich bin nicht sicher, ob es... Wie soll ich denn da hinkommen? Ich habe noch so keinen Bock mehr. Ach, ja, das ist im Fallen lassen, nach rechts drücken oder wie? Ja, genau, irgendwie sowas. Du kannst ja von der Seite nochmal hoch, aber das habe ich auch noch nie geschafft. Das habe ich tatsächlich noch nie geschafft, diesen Bonus-Level. Doch hier, man kann ja hier hoch und dann im Fallen nach rechts drücken wahrscheinlich. Oder hier rüber und jetzt hier. Oh, ja, schwer. Ja, aber das ist. Genau, das mit ist Rennen wahrscheinlich. Aber auch witzig, wie viel Design schon in diesen simplen Bonus-Level. Ja, so geht's. In den simplen Bonus-Levels steckt schon so viel Design-Witz irgendwie. Hier auch schwarze Gegner auf schwarzem Hintergrund ist natürlich auch fies. Das Level, der ist so scheiße, ey. Ich glaube, das ist im Super Nintendo auch einfacher, weil du dann einen anderen Kontrast hast natürlich. Doch diese ist auch komplett schwarzen hier. Level ja nicht. In den späteren Leveln, jetzt bin ich gerade in eine Wasserwelt gekommen, durch eine Röhre. Also da sind dann die Bonusräume mit einmal Wasserwelten. Ja. Das ist witzig. Aber ich bin jetzt wieder von 1 wieder bis in 6-2 gekommen, ohne Warp. Also es geht. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob euch das so geht, aber durch das jahrelange Spielen auf Emulatoren, das ist wie Rennen mit, wie so Joggen mit Steinblöcken im Rucksack. Das stehlt einen, weil man da so viel Leck hatte. Und jetzt auf einmal mit dem Mister wieder ohne Leck ist mit einmal alles so leicht. Kann, ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also bei mir ist es... Er reagiert halt sofort. Ich drücke den Knopf und er springt sofort. Nee, das ist so cool. Ich finde es immer noch scheiße schwer und komme keinen Schritt weiter als früher und teilweise schaffe ich weniger als früher. Also ich finde es überhaupt nicht einfacher zu spielen in der heutigen Zeit bei einigen Sachen. Also ich habe, finde ich, jetzt mehr als früher, so von 1 in 6 zu kommen, das habe ich, glaube ich, früher nicht geschafft. Nö, das werde ich auch nie schaffen. Ich musste mich etwas umgewöhnen am Anfang, weil ich das erste Mal an sich, glaube ich, eine Nicht-PAL-Version spiele. Ja, so geht es mir auch. Das ist etwas zügiger, aber ist auch nett, dass es so zügig ist irgendwie. Ja, ja. Wenn man sich aber daran gewöhnt hat, spielt sich das eigentlich deutlich besser, finde ich, als die PAL-Version. Aber man muss sich halt erstmal, weil das Sprungtiming ist etwas anders, weil das Spiel natürlich etwas schneller läuft. Ja. Oh, jetzt ist die Welt ganz grau nur. Schwarz-weiß, wirklich. Ulkig. Ja, gut, das ist ein Nachtlevel mit Schnee. Ja, genau, irgendwie so. Ja, auf dem Super Nintendo siehst du das halt schöner, weil da hast du tatsächlich auch Sterne und sowas. Sternenhimmel und. Ich bin Ich glaube, an Welt 6 werde ich diesmal jetzt scheitern. Es ist wirklich schon ziemlich hässlich. Also, Giant Assist, das war viel schöner grafisch. Das ist der Punkt, wo ich das nicht gar nicht so unterscheide. Ich finde Mario auch auf dem NES tatsächlich hübsch. Also ich finde es völlig, nenne ich hübsch ist falsch, aber komplett ausreichend. Das stört mich überhaupt nicht. Das ist genau das, was ich bei so einem Spiel erwarte. Das Mindestmaß. Und der Spielspaß wäre es bei mir nicht anders, wenn das Spiel
in Anführungszeichen hübscher wäre. Das ist klar. Spaß macht es natürlich genauso, aber es gab schönere Nintendo-Spiele auf jeden Fall. Ja, das ist klar. Ich aber meine, wie viele Farben hat denn das, Mario? Weil ich habe hier irgendwie das Gefühl, so 8 Farben, nicht mehr. Ja, es hat gekommen. Oh nein, nein. Ich war alles vorbei. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass das ja auch eins der, oder sogar das erste Mario, also das ist ja ein sehr frühes NES-Spiel. Ja gut, vor allem wie viel Speicher hatte die NES? Nein, der war ja in dem Modul nur drin, ja, glaube ich, also, oder? Oder von der, Power ja. War die ja auch nicht gerade so doll. Es gibt anscheinend Rücksitzpunkte. Oder? Was bist du denn? Doch, nee, es gibt die keine werden ja nicht angezeigt, aber die sind da. Es gibt welche, ne? Ja, man ja, sieht ja. In der Mitte wieder. Oh, teilweise 6, schwieriger 4. ist, als das Level von vorne zu beginnen. Ja, vermasselt. Oh. Es ist halt bei mir so, wenn ich ein Leben verliere, dann ist mein Selbstbewusstsein weg und dann verliere ich alle anderen auch. Alle anderen Leben. Genau wie beim Flippern so. Eine Nille in Abgang, alles vermasselt. Jetzt bin ich, nein. Oh, 6-4. Ich bin in 6-4 gestorben. Zwei Welten vom Schluss. Ah, Sebastian, du bist auch in 6-3. Krass. In 6-3, ja, ja. Oh, Mann. Ja, gut, ich habe ja den Vorteil, wenn wir mir Leben ausgehen, dann kann ich ja einfach dann versetze mich ja einfach nur wieder in den letzten Punkt, Strich 1 zurück. Also. Bist jetzt auch schon mehrmals Game Over gegangen? Ach, ja. Das ist ja schwer. Ich hätte es gerne einfach einmal von Anfang an durchgespielt, aber das wird wohl nix. Vielleicht nehme ich jetzt doch die Warps. Kann ja von 1 in 4 warpen. Mann, aber diese Schlittersteuerung, das ist sowas von frustrierend, finde ich. Verdammter Fisch. Du Arschlochfisch, ja. Du verdammtes Trampolin. Ich hasse Trampolin, ich hasse Schaukeln, ich hasse alles. Ja. Über diese sportfeindlichen Nerds. Oh, Mann, wo läufst du denn hin? Ins Loch? Nein. Werde eins mit dem Loch. Ah, ja, wurde ich. Nein. Oh, Loch. Loch war zu tief. Das Loch war zu tief. Huch. Nein. Und wieder das Loch. Ach, Mann. Diese bösen Löcher immer. Du kannst leider Löcher nicht füllen, indem du ganz viele Marios reinwirfst. du blöder Kackfisch. Und kein großer Mario-Berg. Aber ich krieg ja so einen Hass auf Mario bei dem Spiel. Also Kackfisch fällt mir Danny ein. Wo ist Danny? Muss er arbeiten, oder? Ich bräuchte... Was ist das? Dannys Lieblingsfluch. Wie kommst du bei Kackfisch denn auf Danny? Weil er immer Kacke sagt. Er sagt immer Kacke zu allem. Ich bräuchte irgendwie ein Spiel, wo man jetzt Mario verprügeln kann irgendwie. Das ist Ingo, so, ich wäre dabei. Das ist doch garantiert. Smash Bros. Ja. Echt, das gibt's? Ja, Smash Bros. Natürlich gibt's das. Eine der größten Franchises von Nintendo. Mario da kann man Mario verprügeln. Ja, natürlich. So mit Blut und sowas, oder? Natürlich nicht. Nein, nicht mit Blut. Das ist von Nintendo. Wir reden von Nintendo. Ja, aber das, sagen wir mal so, das macht bestimmt Bock. Also hätte ich jetzt so richtig Lust drauf, den zu verprügeln. Oh, du blöder Tintenfisch, ey. Geh doch einfach weg. Miriam, Fischprobleme hab normal nur ich. Also bitte, ja? Aber das ist derselbe Level, wo ich auch... Ah, nee, das ist 7-2, aber bei so einem Level bin ich vorhin auch ausgetickt. Deine Fischprobleme interessieren mich aber gerade nicht. Du hast eigene. Ich habe eigene Fischprobleme. Werde eins mit dem Fisch. Oh, ja, Fischkopf. Ich mag die Melodie unter Wasser übrigens. Die ist toll. Ja, macht mich aggressiv gerade. Oh! Weil die Musik im Remake, hier im All-Stars ja auch geändert wurde. Auch viel schöner. Ich bin tot. Ich schaff's jetzt hier nicht mehr. Ich komme da nicht rüber. Wirklich wunderschön aus, die All-Stars-Version bei dir. Ja, ist wirklich toll gemacht. Ja, cool. Ist ja quasi das Teilset. Ja, ist ja quasi das Teilset, beziehungsweise die Grafik aus World. Oh, so mehr oder weniger. Nein! Ah, Mist. Ich möchte schießen können. Warum kann ich nicht schießen? Das schon wieder Game Over. Nein! Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich wollte jetzt mal 5 Minuten nichts sagen, um euren positiven Ausbrüchen zuzuhören. Ihr macht auch kein Schiff, Mimimi. Willst du auf den Arm, Ingo? Ich mach keinen Was Mimimi. Meinst du ihr? Ich ärgere mich nur, Ingo.
Ja, nein. Ich schimpfe auch nicht, ne? Ich zocke einfach. Also, ich würde nicht sagen, dass ich schimpfe. Ich ärgere mich. Also, ich schimpfe nicht über das Spiel. Wenn, dann schimpfe ich über meine eigene Unfähigkeit. Und das ist ja... Genau das ist es. Das Spiel ist ja total schön, aber ich bin total unfähig. Genau. Ich bin durch die Passage durchgekommen. Ich bin unwürdig, ja, unfähig. Na, ich bin blöd. Genau. Sag ihm nicht mal keinen Kommentar. Ah, diese Tintenfische, ey. Ich glaube, ich werde mir morgen eine Tüte Tintenfische kaufen und in die Pfanne schmeißen, ey. Nur aus Rache. Da habe ich auch Lust drauf. Er hat diese blöden... Der blöde Typ mit seiner Wolke. Den habe ich auch schon hinter mir. Der kommt ja immer wieder. Ja. Also morgen gibt es Tintenfischtuben, schön bestreut mit Oregano und einen Schuss Zitronensaft. Ja. Und gekochten Mario. Ja. Leider sind in dem Mario Haribos ja keine Marios drin, sondern nur Power-Ups. Oh, nein! Es war so kurz davor! Oh. Atme. Aber man kann Yoshi den Kopf abbeißen. Also ich finde, so schlimm ist Mario gar nicht. Macht doch Spaß. Ja, super. Du bist so ein... Ich glaube, er lügt. Du bist... Ja, er spielt sein... Er spielt sein Jana Sisters Hack. Ja. Mit Mario drin. Echt gut, der rutscht auch nicht mehr so. Ups, ich bin gestorben. Er rutscht auch nicht mehr so. Genau. Aha, Timeout in Stage 1. In Stage 1 gestorben. Ja, aber es liegt nicht da. Ich habe eben das Bild eingerichtet in OBS. Ja. Deswegen. Bei dir sieht man es aber schön bei Gianna, wie viel schöner die Grafik ist im Hintergrund. Ist auf die hässliche Hauptfigur im Augenblick. Ja, das ist das Original. Da sind halt richtige Steine mit Schattierungen und hier haben die Steine gar keine Schattierungen. Das Original Sprite aus dem Mario tatsächlich, aus dem Mario Bros. Aber das fehlt mir halt so ein bisschen, diese gute alte Oldschool C64-Grafik mit so schönen Schattierungen und so. Das gab es auf dem Nintendo irgendwie gar nicht. Sowas. Guck mal, hier ist auch die Schildkröte, ist alles genauso. Oh, geh du, Tintenfisch! Es gibt keine richtig gute Grafik auf dem Nintendo. Das ist alles nur so zweckmäßig irgendwie. Das Monster ist aber falsch. Ja, ich hatte nicht so viel Spalz damals zur Verfügung. Oder ich habe das nicht im Speicher gefunden, das weiß ich nicht. Warum kann ich hier nichts einsammeln? Oh Mann, du schades Level. Ja. Nee, ich musste ja tatsächlich lachen. Ich hab das haben wir mal als Jugendliche ausgetauscht, die Spalz. Das ist, wie gesagt, ja locker 30 Jahre her. Sowas. Und irgendwann erzählt mir jemand, es gäbe eine Version mit Mario drin und zeigt mir genau dieses Spiel. Ich sage, ja, die ist mir bekannt. Fand ich sehr lustig. Ich hatte die gar nicht mehr. Hab die aber dann im Internet wiedergefunden, tatsächlich irgendwo. Das Internet vergisst nie. Das stimmt. Das stimmt. Wer spielt denn das jetzt noch durch? Na, du nicht. Nein. Also ich muss es nicht durchspielen. Also ich bin jetzt bei 7-3. Wie viel hast du nochmal? Ich bin hier 8. Ja, also ich muss Welten, nicht. Wir können gerne auch zum Abschluss kommen. Weiß ich, muss mir jemand entscheiden. Wenn sie noch ein bisschen fluchen möchte, kann sie auch gerne durchspielen. Wenn ihr das nicht mehr sehen wollt, dann. Darum geht es überhaupt nicht. Zugucken tue ich ja gerne. Ach, ich spiele auch noch gerne ein bisschen. Kommt gleich Mario der 18er Teil. Ja, aber der ist dann hinter der Paywall. Also. Genau. Hat Mario eigentlich mit den Kisten angefangen? 10 Uhr machen und dann. Haben wir wegen Mario überall Kisten in allen Videospielen immer und immer wieder? Kisten. Ich meine Steine wahrscheinlich. Diese Steine, irgendwie. Diese Frage. Naja. Es gibt ja nichts ohne Kisten heutzutage. Ich sage nur Crash Bandicoot. Aber ich glaube, die wären so und so, die wären so, und so gekommen. Sonst wären es vielleicht irgendwelche Schatullen geworden oder irgendwelche anderen Sachen, wo man es reinpacken kann. Ja, weil, ich verstehe auch nicht, was das ist mit den Kisten. Das ist wirklich. Wann muss man im echten Leben schon mal Kisten verschieben? Und wie oft verschiebt man in Videospielen Kisten? Die ganze Zeit. Oder zerstört Kisten. Ich verschiebe ziemlich oft in meinem Leben Kisten. Echt? Alleine die ganze Zeit. Je nach Leben, meine Kabel, je nach Karriere. Je nach Job. Na gut, als Klempner verschiebt man bestimmt auch ganz viele Kisten. Ja, um in die Rohre ranzukommen. Ja. Bei Crash Bandicoot musste man ja, um es richtig durchzuspielen, jede einzelne Kiste zerstören. Das habe ich aber auch nie gemacht. Ich habe nie Crash Bandicoot gespielt. Mach es bitte nicht vor. Wie, Crash Bandicoot magst du auch nicht, Gott. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, schlag's bitte nicht vor. Ich habe Beef mit Patrick. Er mag nichts. Das stimmt. Er mag nur Gianna Sisters. Das stimmt nicht. Also wie gesagt, ich will ja Mario auch mögen, aber es gelingt mir halt nicht. Das ist eine lange... Passt.
deiner Blaster vergessen. Das liebt er. Das stimmt. Aber wie gesagt, ich finde ja auch von der Idee her Mario gut. Ich finde es halt nur schade, dass ich es halt zu spät das erste Mal gespielt habe. Das ist das Hauptproblem. Und das kriegst du halt nicht aus den Fingern raus. Im Chat kam gerade eine Frage, welche Version ihr spielt. Die sieht so schön aus. Sebastian und... Ich weiß es gar nicht. Das ist die All-Star-Version. Genau, das ist die All-Star-Version auf dem Super Nintendo. Aber die ist sonst identisch, ne? Genau, die ist sonst... Ja, du hast halt ein paar Komfortfunktionen, wie zum Beispiel, dass du... dass du halt speichern kannst und dass du halt, wenn du komplett ein Leben verlierst, nicht mehr ganz von Anfang anfangen musst, sondern halt du zurückgesetzt wirst auf den auf halt die letzte Welt, in der du bist. Also du, wenn ich jetzt hier dann habe ich ja gar nicht geschummelt mit meinen Self-States. Nee, nicht so wirklich. So ein bisschen vielleicht. Wenn ich jetzt hier Game Over gehe, gehe ich halt zurück auf 6-1 und nicht nur und nicht 1-1, wie es sonst wäre. Das ist ja auch ähnlich bei dem Game & Watch. Da konnte man ja auch mit beliebig vielen Continues spielen oder irgend sowas. Das fand ich auch sehr angenehm. Das ist halt das, was mich frustriert. Ich könnte halt dann, wenn ich dann irgendwann bei Welt 6 oder 7 bin und wieder von 1 anfangen muss, dann hätte ich keinen Bock mehr. Das ist genau das Problem. Also vielleicht früher ja, das weiß ich nicht. Heute würde ich mich nicht dann 20 Mal von vorne durchkämpfen. Da habe ich keinen Nerv drauf. Ich war nicht bei so einem langen Spiel bei sowas. Ja, aber das frisst zu viel Zeit einfach dann. Das ist ja dann nie. Und vor allem komme ich ja auch nicht dann jedes Mal. Das macht ja Spaß. Also man spielt, spielt ja nicht, um das Ende zu sehen. Ich spiele, weil es mir Laune bringt. Kann mir mal einer verraten, warum ich hier in einer Endlosschleife bin? Aber immer dasselbe spielen macht ja keinen Spaß. Der Weg ist das Ziel. Du musst auf die Geräusche achten. Ich glaube, wenn du den richtigen Weg nimmst, kriegst du einen Pling. Ansonsten irgendein komisches Brummen und dann darfst du nochmal von vorne anfangen. Ah ja, genau, das ist dieses blöde Ding. So, ich bin jetzt, glaube ich, auch bei 7. Ah, jetzt müsste es aber raus sein aus der Endlosschleife. Oder? Nee, doch nicht. Nee. Ja, 7-1. Wo höre ich denn? Toll, ich hänge immer noch in 6-4 fest. Oh, bei dir sieht es etwas röter aus als bei mir, Ingo. Wieso? Vielleicht die Palette oder so, ja. Was hast du für eine Palette? Kann man die einstellen? Weiß ich nicht. Ja, ich habe Composite gewählt als Palette. Es gibt da, das ist, glaube ich, ähnlich wie beim C64. Das ist keine einzige perfekte Palette. Du kannst die Palette Gamma geben. Correction. Okay. Ach so, nee, das habe ich nicht gemacht. Das ist ja ein Scheiß. Das kann es auch sein, ja. Und dann falle ich auch noch da rein, so ein Dreckmist. Das ist, finde ich, auch das Frustrierendste, wenn man irgendwo reinfällt. Das ist so frustrierend. Vor allem, man versucht ja noch dann so wegzulenken, aber es geht dann halt nicht. Ach, es ist schon herrlich. Es macht halt einfach Spaß. Ich finde es toll. Ja. Also ich finde das Spielprinzip irgendwie halt doch sehr repetitiv. Also ich weiß ich nicht. Jetzt nur Steuerung, ja, sag. Um das jetzt zu spielen und sich zu beschäftigen, finde ich das halt nicht spaßig. Nicht aber ganz gut. Im Gegenteil. Vielleicht, wenn man damit aufgewachsen ist, halt mit den Hübschspielen, dann ist es etwas anderes. Ja, das Schöne bei dem Spiel ist halt, du hast halt sehr schnell und sehr oft hintereinander irgendwelche Erfolgserlebnisse eigentlich. Wenn du weiterkommst, wenn du Level schaffst, wenn du... Ja, das habe ich ja eben nicht, das ist ja mein Problem. Ich komme ja nicht weiter an irgendwelchen Stellen, das ist ja das Problem, dass man dann da irgendwo so eine Grenze hat, wo es nicht weitergeht. Und das ging bei anderen Spielen halt besser. Ich mag Jump Runs wirklich gerne, das ist eins meiner Lieblingsgenres. Das ist nur... wenn der Zugang nicht da ist oder irgendwie da die Kompatibilität fehlt. Ich wiederhole mich da gerne nochmal. Aber du magst Jump'n'Runs und kein Mario und kein Crash und hast noch nie Crash Bandicoot gespielt? Crash Bandicoot ist 3D. Ich mag 2D Jump'n'Runs. Ne? Also ich spiele kein... Also ich wollte gerade sagen, weil das sind ja die zwei mit erfolgreichsten Jump'n'Runs aller Zeiten und die besten eigentlich. Das ist immer Spyro vielleicht noch. Aber 3D komme ich nicht gut mit. Klar, also ich mag fast alle 2D Jump'n'Runs. Ich fand ja auch Soccer Kid ganz gut zum Beispiel, als Beispiel jetzt mal, wo auch viele gemeckert haben. Das hat mir sogar für PC jetzt geholt. So schlimm fand ich das nicht. Fand ich sehr nett. Ich mag viele Jump'n'Runs. Also nur bei Mario habe ich zu wenig Erfolge. Da fehlt mir halt immer noch das Feingefühl für. Oder das Verständnis der Figur, keine Ahnung. Also der Bewegung der Figur. Aber ich versuche es ja immer wieder. Und vielleicht, was mir auf keinen Fall gelingen wird, ich werde Mario 64 nicht spielen können, weil 3D und dann noch ein 3D-Spiel aus der Zeit, das kann ich nicht. Das ist für mich optisch nicht erträglich, auch wenn das viele heute noch toll finden. Aber das fand ich schon vor 15 Jahren wirklich hässlich. Und dagegen finde ich ja Mario, ist die 2D-Spiele toll und hübsch, also Gottes Willen.
Und Miriam ist immer noch in der Endlosschleife? Jupp. Und wie kommt man da jetzt raus? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Du musst auf akustische, ja, auf akustische Sachen hören. Ja, das bringt mir aber nichts. Akustische Sachen bringen mir gerade überhaupt nichts. Ja, dann musst du es dann einfach nur aus dem Essen durch. Ja, du kannst es auch durch einfach nur immer wieder ausprobieren schaffen, aber ist halt die Frage, ob dir dann nicht irgendwann die Zeit ausläuft. Was sind das für akustische Signale? Meinst du so ein Pling oder sowas? Oder genau, ein Pling und ein Brömp. Ach so, dieses. Ja, ich erinnere mich. Wenn du falsch läufst, dann richtigen Weg zu finden. Das ist so ein Labyrinth, ne? Ja, ja. Ich finde, Oliver fasst es wieder gut zusammen. Die NES-Fassung findet er zwiespältig, ist ein gutes Spiel, aber die Spielemechanik ist diskutabel und aus seiner Sicht überbewertet. Also ich finde sie auch zumindest diskutabel, aber ich würde mich ja gerne dran gewöhnen. Diskutabel. Ja, gut, finde ich gut formuliert. Das ist halt wirklich wahrscheinlich eine Sache, was man gewohnt ist tatsächlich. Wenn du heute jemanden, der es nie gespielt hat, Mario gibt, wird er mit der Spielmechanik nicht sofort klarkommen. Das glaube ich schon. Ist die Mechanik denn jetzt bei Mario 3 so anders? Also ist doch eigentlich ähnlich, oder nicht? Ich kann es nicht beurteilen, da ich ja bei Mario 1 aufgegeben habe. Deswegen habe ich mir die anderen natürlich nicht angetan. Aber auf dem Game Boy zum Beispiel ist die Mechanik ja schon völlig anders gefühlt. Das stimmt, ja. Und wenn ihr eben vorhin gesagt wurde, ich soll Teil 3 mal anspielen, ist das vielleicht wirklich ein Unterschied. Aber ich glaube sogar, Mario 3 ist noch träger, oder nicht, als 1. Ja, vielleicht wird es dadurch spielbar. Ich werde es aus Gag mal probieren, weil dann kann ich ja sehen, ob ich da dann besseren Zugang zu habe. Ich finde das hier, wie gesagt, jetzt für Neueinsteiger oder Quereinsteiger wie mich in dem Moment nicht so einfach. Was nicht heißt, dass es schlecht ist, Gottes Willen. Nur sehr gewöhnungsbedürftig. Und wie Ingo bin ich auch ein paar Mal abgesoffen gerade. Ja. Die Musik finde ich also nicht gut hier drin. Also das gefällt mir gar nicht, das Gedüdel. Vielleicht, wenn man damit groß geworden ist, dann findet man das toll. Es ist eine ikonische Melodie, aber sie klingt auf dem NES scheiße. Also auf dem Gameboy ist die Musik um Klassen besser, finde ich zum Beispiel. Da höre ich sie sehr viel lieber. Und wie gesagt, man hat sie von immer wieder gehört, überall wieder gehört. Sie ist halt ikonisch, aber in der NES-Fassung fand ich sie jetzt auch nicht so hübsch. Vor allem Super Mario 3 hatte noch andere Boss-Level, das waren diese komischen Schiffe und die haben von selber gescrollt, das fand ich auch ganz schrecklich. Also, oh ja. Level, die von selber scrollen, finde ich schlimm. Ja, aber die kann man sich auch gewöhnen, aber ja. Naja, bei Shootern ist das okay, wenn sie von selbst scrollen. Ja gut, aber bei Jump'n'Runs meine ich jetzt. Ups, da wollte ich gar nicht hin. Man gewöhnt sich dran, aber das ist dann wirklich sehr frustrierend, weil du kannst nicht schnell durch, du kannst nicht schneller rennen, du musst halt warten, bis es da wieder hinscrollt. Ich habe mich sogar an die Atari ST-Version von Genesis das gewöhnt und die scrollt nicht. Das ist noch schlimmer. Ich habe lieber kein Scrolling als automatisches Scrolling. Das stimmt. Also, warum ist denn hier Angry Bird drin? Hier die Vögelchen von Angry Bird. Ja, das Vögelchen von Angry Bird, das sind Fische. Ja, das sind Fische. Das sind die Dinger, die erst ich beschimpft habe und der mit Miriam nicht klarkam. Umgekehrt, Miriam mit denen nicht klarkam. Ach, Fische sind toll. Schön. Nein, Fische sind Fische. Seit Soccer-Kids mag ich sie auch lieber gebraten. Fische sind toll in der Pfanne. Wo die Fische sind auch mit die süßesten Gegner, finde ich, neben den Goombas. Was sind die Goombas? Die Goombas sind die kleinen, diese braunen Patrick. Dinger, der erste Gegner, der den Level 1-1 entgegenkommt. Das ist doch nicht. Der ist doch siehst nicht. Du bei mir gerade, die laufen gerade hin und her. Du bist der Boss des Retro-Podcasts und weiß nicht, ich was bin Goombas nicht der Boss, sind, Patrick. Ich bin nicht der Boss von Mario. Ich hab den sogar als Plüschtier. Ja, ich hatte mein T-Shirt voll mit Goombas, also leider ist es irgendwann zerschmettert. Entschuldigung, mit den Dingern würde ich doch nicht. Okay, den finde ich niedlicher, den komischen grünen, die grüne Schildkröte da, die ist ganz niedlich, die fliegende, aber diese anderen Viecher sind doch hässlich. Cooper Shell oder Cooper Trooper. Hier, das sind die Goombas, diese. Hier sind sie jetzt blau, eigentlich sind sie braun. Die sind doch nicht schön. Die sind total süß, aber die Fische sind noch schöner, noch süßer vielleicht. Ingo, sind die Fische süßer? Goombas schunkeln wieder. Salzwasserfische hier. Scheißkröte! Entschuldigung. Scheißkröte ist auch ein Wort für Schildkröte. Ja. Allmählich setzt hier so die Verrücktheit ein. Die war die ganze Zeit da. Wir spielen jetzt schon seit zwei Stunden. Du warst nur vorhin konzentrierter und hast dich zugehört. Das geht eigentlich die ganze Zeit so. Also das hier, ich muss noch mal sagen, wie dieser Stein hier so hoch wuppt,
wenn man ihn anhaut, ist so, ich weiß nicht, wie soll man sagen, es macht so einen Spaß, das zu sehen. Nein, jetzt streiten sie sich im Chat, wer die meisten, jetzt streiten sie sich im Chat, wer die meisten Yoshi-Plüschtiere hat. Also das, also nicht nur, Yoshis, also nicht nur bei uns sind Probleme gerade. Oh ja, Yoshi's Island war ja auch so toll. Nicht mehr. Mann, ist das ein tolles Spiel. So, jetzt probiere ich es hier nochmal. Nein. Okay, sag. Wobei ich als Yoshi's Island 2 besser finde. Also diese Mechanik mit dem schreienden, plärrenden Mario-Baby ist nervig. Es geht, ich hab's geschafft, ich bin drin. Stimmt. Ich bin drin im Raum. Ja. Nein, ich finde, das mit dem Baby passiert ja nur, wenn man getroffen wird. Wenn man gut spielt, passiert das ja fast nie. Aber wenn es passiert, ist es nervig, ja. Ja. Nein, das stimmt. Aber man kann ihn wieder einsammeln und das Leben retten, sozusagen. Man verliert dann kein Leben. Ist ja eigentlich auch schön. Ja. Aber ja. Und das Tolle, bei Yoshi's Island gibt es ja auch die echten Psilocybin-Pilze, also die einen dann wirklich, also wo man dann wirklich halluziniert irgendwie. Das finde ich auch so toll. Oder diese Sporen oder was es sind. Es wurde ja immer vermutet, dass diese Pilze bei Mario diese Magic Mushrooms sein sollen, dass das so eine Anspielung war. Und dann bei Yoshi's Island haben sie es halt echt eingebaut, dass man da so high wird im Spiel. Das fand ich auch cool. Ja, ob das jetzt eine Anspielung auf die Pilze oder ob das nicht eher eine Anspielung auf Alice im Wunderland ist, mit dem Pilz, der sie groß macht. Nein! Ja, kann auch sein. Aber ich dachte, ich habe das bei Yoshi's Island immer so als Beweis gesehen, dass sie das damals auch schon daran gedacht haben, hier mit diesen Fliegen, mit diesen komischen Pilzen überall. Oh, aber ja gut, weiß man ja auch nicht. Also. Nee, ich wollte gerade sagen, es waren ja auch die 68er. Oder doch, vielleicht. Wie alt ist Miyamoto? Vielleicht ist das nicht diese Hippie-Generation sozusagen? Der ist ja bestimmt. Ja, aber war die Hippie-Generation in Japan so ausgeprägt? Also, denke ich jetzt nicht. Also. Weiß ich auch nicht. Die Hippies gab es ja wegen Vietnam und Krieg und allem. Stimmt, das war in Japan völlig uninteressant. Kann sein. Oh, schieb dir doch deine scheiß Hammer sonst wo hin. Wobei, die Frau von John Lennon, die war doch Japanerin. Ja, aber die lebte doch in Amerika. Es ist doch schon komisch, dass man in einem Spiel so einen Pilz einsammelt, um größer zu werden. Und dass die ganze Welt so auf Pilzen basiert. Ja, gut. Ja, es gibt mehr Pilze als Menschen, falsch. Ne? Es ist ja auch ein giftiger Pilz, den man einsammelt, ein Fliegenpilz. Aber so richtig giftig ist er ja erst in Lost Levels. Hat John Lennon in Amerika gelebt? Oder Großbritannien. John Lennon ist natürlich nicht in Amerika. Es ist jetzt spät. Auf jeden Fall hat er nicht in Japan gelebt. So. Aber ich glaube, das gab es auch in Japan, diese Bewegung. Oder ich müsste es jetzt auch nachschlagen. Also ich habe das damit immer in Verbindung gebracht, aber egal. Würde auf jeden Fall passen, ja. Es wurde ja oft auch mal in Videospielen sowas eingebaut. Irgendwas mit Drogen oder solchen Sachen. Bei Nintendo. Sicher. Es gibt ja auch für die PS1 so ein Spiel, das heißt, glaube ich, LSD. Ja, aber ich glaube nicht, dass das offiziell von Sony abgesichert war. War das nicht? Ich dachte, stimmt, kann sein. Also ein ganz psychedelisches Spiel. Es gab aber PS1 sehr komische Spiele, die abgesegnet waren von Sony. Die waren nicht ganz so wählerisch in gewissen Phasen wie Nintendo. Hat Jeff Minter jemals irgendwie wirklich auf Drogen Bezug genommen, direkt in seinen Spielen? Ich glaube nicht, ne? Ich weiß aber nicht. Doch, bei Return of the Mutant Camels, da konnte man ja auch so Joints einsammeln. Bei Jeff Minter hat er das auf dem Amiga kämpfen, das hat gereicht. Auf dem Amiga, da konnte man so Joints einsammeln und dann hat das Kamel, was man selber steuert, diesen Joint im Mund gehabt und wurde langsamer. Es ist wirklich, also Jeff Minter war schon echt der Hammer. Jetzt sollte man Jeff Minter mal eine Mario-Variante lassen. Echt? Dann bist du nicht. Doch, das wird lustig werden. Sicher, fliegende Kamele. Ich wollte gerade sagen, Kamele. Achso, jetzt bin ich auch dann im Loop-Level von Miriam. Ja, viel Spaß. Oh nee, was ist das? Nee, ich glaube, dann hören wir jetzt auf. Weil da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Hören wir jetzt auf. Ja. Ingo ist im Loop-Level, wir müssen aufhören, was? Super. Ja, was ist da? Da muss man irgendwie in sich gehen und dann eins werden. Du musst Klang, hören oder? Auf das Pling-Plong. Es macht entweder so Bing oder Bong. Wenn es Bong macht, dann geht es wieder von vorne los.
Oh, habe ich es endlich geschafft? Immer noch nicht. Nein! Oh, wieso springe ich denn in den Abgrund? Oh. Ist 8-1 der letzte Level? Nein, 8-4 ist der letzte Level. Ja. Oh. Der Trend geht zu mehr Safe-States, Miriam. Ja, ich habe ja schon, wie du siehst. Ey, diese dummen Hammerbrüder, die schießen immer genau dann, wenn man es nicht erwartet. Ja, ständig. Das folgt schon einem Muster, aber... Aber einem fiesen. Die Plattform hat mich in den Abgrund geschoben. Nein! Es ist ein Zufallsgenerator, dem es folgt. Nur den Zufallsgenerator kann man halt manipulieren. Oh. Wenn man war. Aber... Ah. Man kann die Zyklen des Zufallsgenerators auswendig lernen. Weil ja. Kein echter Zufall ist, sondern immer nur so 6 oder 7 States hat, mit denen es beginnt. Es ist schon fies. Ja, wie kommt man denn raus? Ist da irgendwo ein Stein, den man kaputt machen kann? Nein, du musst hören. Du musst hören. Du musst jetzt einen Weg gehen und wenn es Pling macht, war es richtig. Wenn's und wenn es Bumm macht, dann, falsch. Genau. Und dann geht es wieder von vorne los. Dann bist du halt. Es ist so auswendig lernen halt. Bis du 2-mal oder 3-mal hintereinander Pling hast. Genau. Du findest den Weg durch Probieren durch das Labyrinth. Oder halt. Toll ist es nicht, das fand ich schon immer blöd. Das ist wirklich, das fand ich echt etwas blöd, aber ja. Gut, wenn man es einmal geschneit hat, geht's. Ja, vor allem, wenn man es einmal auswendig gelernt hat. Ist es immer gleich oder auch per Zufall? Ja. Wieso fällt er immer darunter? Ich verstehe das nicht. Dann verratet Ingo doch mal, was er machen muss. Habe ich doch nicht auswendig. In dem Level war ich doch da. Ich glaub, also man muss da irgendwie rauf, runter gehen. 15 Jahren oder und so. Wenn er springt, macht er dumm, dumm, dumm. Oder macht er immer dumm, dumm, dumm. Nein, wenn du an der passenden Stelle bist, an diesem Übergang, dann macht er irgendwann Pling oder Böhm. Also bei mir hat er kein Pling gemacht, ganz ehrlich. Ich meine, ich habe es zwar auch sehr leise an, vielleicht aber macht er das auch gar nicht. Kein Pling gemacht. Oder du musst es tatsächlich nur auswendig glauben. Ich habe mein auch nicht. Ich glaube, das macht da keinen Ton, Sebastian. Nein, schon. Aber machen wir es dann beide im Kopf. Vielleicht bei Allstars nur? Das kann sein, wie gesagt. Also das kann natürlich sein, dass sie das verbessert haben, dass das halt irgendwie ein bisschen unfair war. Ja. Das heißt, ich gehe jetzt mal einfach alle Wege ab. Du musst also probieren, sagen wir mal, unten, rauf, dann Mitte. Oder, ja, genau. So lang ist es nicht. Ich glaube, es sind nur 3 Segmente oder so. Ja. Kenny Miriam ist ja gerade auch durchgekommen. Also, soll ich probieren? Ja, aber das macht jetzt so viel Spaß wie... Ja, das ist tatsächlich ein Teil der Memory. Hier steht auch tatsächlich, es gibt tatsächlich 2 Lösungen. Ah, okay. Ein Ton für richtig, ein Ton für falsch, auch in der alten Fassung. Ja, aber es macht so überall nur dumm, 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 dumm. Hier steht, es macht einen tiefen und hohen Ton. Dumm, 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 dumm. Der kommt nur an einem bestimmten Punkt. Du musst ein bisschen gehen und dann irgendwann kommt so ein Ton, dann weißt du, das war jetzt richtig. Ah, den hört man natürlich jetzt nicht hier im Videostammtisch. Probieren oder fallen. Ab in den Abgrund. Ja, ich finde auch diese drehenden Teile einfach eine coole Idee. Also in der Lösung wird es genauso geschrieben. You hear a ding ding oder you hear a you are wrong buzzer. Also Ingo, such das Ding. Ich höre da nichts. Hier ist die Lösung übrigens. Bottom, Mittel, Top, Top, Mittel, Top. Moment, Bottom, Mittel? Ja, Top, Top, Mittel, Top. Moment, Top? Top. Ah, ja, tatsächlich, da geht's weiter. Bitteschön. Moment. Bevor Ingo hier verzweifelt. Guckt in die Lösung für Mario. Herrlich. So, warte mal, Top? Scheiße, wie viel Top hat man denn jetzt? Ich hab's jetzt gelöscht. Ich dachte, du hast es gehabt. Nee. 2-mal Top. Ja, aber ich weiß nicht, wie oft ich schon top war. Das zerstört sich nach einmaligem Lesen von selbst. Nein, ich hab das Fenster zugemacht wieder. Oh dachte, Mensch, dann such's bitte wieder. Ach, Ingo. Ey. Nee, es wiederholt sich wieder alles. Scheibenkleister. Ach, Ingo. Mensch, du bist so gemein. Ich hab das dir versucht zu erklären. Ja, aber ich konnte mir das jetzt nicht alles merken so schnell. Kann ich die Aufnahme noch mal gerade abspielen? Ja. Oh, der war gut. Der ist echt gut. Ich guck noch mal nach, ob ich es noch mal finde. Kannst du die einfach geschlossenen Tab hier öffnen machen? Also, ja, kann ich. Okay. Bottom, Mittel, Top, Top, Mittel, Top.
Ah, okay, da bin ich, glaube ich, schon. Ja, ich bin jetzt irgendwo komplett falsch. Ich weiß nicht mehr. Oder warte mal, Moment, warte mal, ich schreibe es mal auf. Ja, Button. Warte, ich brauche hier was zum Schreiben. Notfalls hat man auf dem Rechner so ein Notepad. Ja, eben. Okay, auf dem Mac nicht. Was ist das denn für ein beschissener Bot, Level, Ingo, hör es zu. Ja. Bottom, Mittel, Top, Top, Mittel, Top. Moment, Bottom, Mittel, Top? Top, Top, Mittel, Top. Mittel, Top. Übrigens, ich bin ja hier auf Windows unterwegs. Ja, und da kann man keine Texte schreiben, das stimmt, das geht ja gar nicht. Nein, weil ich gerade gegen macOS einen Kommentar gemacht hatte. Da hat er natürlich dann recht, dass er auf Windows arbeitet. Ja. Stimmt, der macOS ist ja nicht leistungsfähig genug, um... Komischerweise, ja. Und Ingo, falls du nochmal was wissen möchtest, guckst du einfach kurz auf mein Bild, bitte, ja? Ja, super. Oh, herrlich. Oh, die Komplettlösung, das ist eine gute Idee. Nein, die Plattform schiebt mich in den Abgrund. Ich hasse es. Ich gebe auf. Ich will nicht mehr. Krieg ich auch gleich kotzen. Scheiß Plattform, die einen nicht abkommt. Ich finde es schön, wie motiviert und positiv alle eingestellt sind. Ich sag doch überhaupt nichts. Miriam, also, spiel bitte mal zu Ende. Also auf das Best-of bin ich schon gespannt. Ja, ja. Ach Gott, du blöde Kackschildkröte. Ey, stirb doch einfach, ey. Der Ersatz wird drin sein. Super. Oh nein, der komplette Lösung hat einen Fehler. Warte mal, ich muss nochmal neu starten. Irgendwie habe ich mich verhaspelt. So, also... Ich mach doch einfach ein Safe State, wenn du durch bist. Ja, meine ich. Ja, erstmal durchkommen. Mit Top. Ich kann immer noch nicht schießen, ey. Ah, Top? Nein! So, jetzt aber abgestürzt. Komm her. Oh, Scheiße. Soll ich es noch einen Augenblick stehen lassen, Ingo? Ja, bitte. Blöder Scheiße. Nee, Moment. Ah, ich habe mich schon wieder verrannt. Sekunde. Pilz. Bottom. Mitte? Meine Herren. Oh, das Top. Muss ich erst speichern. Und Damen. Ey. Nein. Und Ingos. Ah! Warte. Ich lass mal speichern hier. Warte mal, ich mach mal gerade ein Safe State. Hä, wo ist denn mein Pilz hin? Ich hab doch gerade einen Pilz gesammelt, oder nicht? Pilz. Nein! Und abgestürzt. Ach Mann, du Drecks. Gleich spielst du auch Pong. Mein Mist hat ja auch Pong umgestellt vorhin. Oh, ich pong dich auch gleich hier, ey. Oh. Nein. Och, man fliegt doch in den Abgrund, du blöder, suizidgefährdeter Scheiß-Klempner, ey. Ja, ich, nein, Miri noch. Geht ab. Ingo kollabiert. Was wäre ein Videostammtisch ohne Warte kollabierende mal. Mitglieder? Nein, ich krieg ihn nicht mehr hier. Ich krieg ihn nicht hoch, Mann. Kann ich bitte einfach nur Mario spielen bis ans Ende meines Lebens? Ich will gar nichts anderes mehr machen. Nein, das ist die Hölle. Nein, das ist Höchststrafe. Wobei, das ist die Hölle. Dann kann ich es vielleicht irgendwann. Er schreibt es riesig groß auf sein Bildschirm. Ach, schön, dass du das jetzt auch siehst. Seit ungefähr 10 Minuten. Jetzt sehe ich es gerade erst bei dir. Ja, 10 Minuten. Ja, ich habe nicht hingeguckt. Das ist einer, der sich aufs Spiel konzentriert. Bist du jetzt durch, Ingo? Gott, ey. Ja, warte. 40 Schuss. Oder hinten hinten auf das Ding springen. Aber ja, wenn du Feuer hast, natürlich Schuss einfacher. Wäre jetzt witzig, wenn ich es schaffe, Ingo noch zu überholen. In der Zeit, die er für diesen einen Level in 7 braucht. Darf ich das jetzt wieder abschalten, Ingo? Ja, darfst du. Okay. Dankeschön. Warum Kein springt Problem. Der immer in den scheiß Abgrund, Mann? Wie blöd muss hast. Man sein? Hey, du ich wusste gar nicht, dass es eine Komplettlösung gibt bei Mario. Ich nicht Ingo, ich auch nicht. Du brauchst nur 7-4 eingeben und findest hunderte von Seiten, würde schreiben, wie kommt man diesen verdammten Level durch. Und 10 Leute haben ein Video gepostet und einer den Text. Ich fand den Text jetzt besser als ein Video. Ja. Ja, er war zumindest hilfreich. Ja. Und ich habe nichts gehört. Also da war nichts irgendwie bling bling. Also er soll eine Art Buzzerton machen und ein höheres Pling. Tatsächlich auch in der NES-Fassung. Ja, aber dafür ist jetzt die Musik zu laut und die, ich habe ja euch auch drauf. Ja, das ist natürlich was anderes. Ich habe euch gerne drauf. Das ist auch was. Schön. Ja, ich dachte, du sagst, du hast uns gerne und dann hast du leider das Firmasilben. Ich habe euch auch gerne. Ich habe euch gerne drauf und auch gerne. So. Ja, ihr spielt trotzdem jemand zu Ende. Ja, wenn ihr doch fast durch. Scheiß Kanonenkugeln, wenn ich immer in den Arsch fliegen würden. Ich habe das Gefühl, Miriam ist seit einer Stunde durch. Oh, ja, Gott. Bin ich auch. Ich bin durch. Oh. Manfred, bist du fertig? Nein.
Nee. Oh, brenne, du scheiß Klempner. Und ich möchte nochmal sagen, aber mal für Arne und alle anderen, ich habe Mario heute am wenigsten von allen Teilnehmern beleidigt, okay? Das ist nicht wahr. Ich habe ihn persönlich kaum beleidigt. Ja, du hast ihn auch am wenigsten gespielt von allen. Aber das ist ein tolles Soundfall mit brennend, du scheiß Klempner, gell? Wahrscheinlich, wenn jetzt ein 5-jähriges Mädchen dazu guckt, dann plötzlich... Papi, der will Mario umbringen, du scheiß Klempner. Ja, will man ja auch. So, ich versuche mal ein Safe zu machen. Warte mal gerade. So, und weiter geht's. Ich bin gerade so schön weit. Blöde Klempner verdient es nicht anders, als zu sterben. Und das sterbe ich wieder. Was ist denn das? Oh, fies. Ich dachte, der schmeißt jetzt mit Hämmern. Ich glaube, ja, bin ich ja auch. Aber warum willst du denn deine Lieblingsfigur umbringen? Das würde ich jetzt mal psychologisch untersuchen. Ah, Mist. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Warte mal. Und meinst du mich jetzt, oder? Nein. Du wolltest den Klempner ja nicht umbringen, oder? Ich habe nur gesagt, er soll brennen. Ja, aber Sebastian wollte ihn, glaube ich, auch umbringen. Ich will ihn ja nicht umbringen. Es passiert ja ständig. Er bringt sich ja ständig selber um. Also das, wie komme ich denn geschafft. Da bitte schön rüber? Juhu, ich bin in Level 7. Ich noch nicht! Also in den letzten 2 Stunden habe ich es jetzt einmal von 1 bis 5, dann von 1 bis 6 und von 1, jetzt bin ich in 7. Also 3-mal. Oh, es geht. Geh doch einfach und stirb. Ohne Warps. Ich komme über diesen Abgrund nicht drüber. Vielleicht geht das ja auch nicht. Ich hab jetzt auch einen blöden Abgrund. Es ist derselbe. Ich habe auch einen blöden Abgrund. Nee, ist nicht derselbe. Nee. Wie kommt man da drüber? Du musst halt, wie komme ich denn da drüber? Schaut mal, du musst auf den hinteren springen und dann. Auf welchen hinteren? Also du musst auf den zweiten springen und dann weiter. Da ist nichts zweites. Ist ein Stein. Oh, die Miriam. Miriam, du musst ja. Da muss ich beschleunigen. Ja, genau, beschleunigen rüber. Ja. Weil da ist nämlich so eine Sache, wo man halt über halt so einen kleinen Abstand. Warte mal, ich weiß immer noch nicht, wie man beschleunigt. Warte, ich muss das. Den anderen Knopf drücken. Ah, hier. Ach, da, ja, tatsächlich. Habe ich noch nie gemacht. Die Feuertaste zum Beschleunigen. Hast du auch 8 Level lang die Beschleunigung nicht benutzt, Ingo? Nee. Hä, wie geht das denn? Du wusstest nicht, dass man rennen kann. Willst du mich verarschen? Nee, ich weiß doch gar nicht. Weil du schießt ja damit. Das ist doof. Alter Schwede, das gibt's ja nicht. Du musst hinten draufspringen und dann rüberrennen, also rüberspringen rennen. Das ist ja, ein ich hatte tricky. Den Level eben schon einmal, aber ja, das ist ein bisschen kein... tricky, aber ja, ich aber der ja Arne hat bewiesen, dass es geht. Ja, warte. So, jetzt erklär's mir nochmal. Was soll ich machen? Du springst oben, ganz am linken Rand, ganz oben auf den obersten Stein und dann mit so einem Rennspringen kannst du da unten irgendwie reinspringen. Aber wie gesagt, ich habe das auch noch nie geschafft, aber der Arne hat das gerade gemacht. Ich glaube, du das gehen. Ich weiß, was du meinst, aber ich habe keinen Bock. Du musst springen und im Sprung dann beschleunigen, dass du da reinkommst in das Loch. Ich will ins Loch nicht rein. Ich möchte einfach nur noch bis zum Ende kommen. Mich interessiert das Loch nicht. Ich habe jetzt aber ein Zeitproblem. Nee, ich möchte nicht eins werden mit dem Loch. Ich möchte eins werden mit dem Ende. Warum läuft die Zeit so schnell bei mir? Die läuft tatsächlich ein bisschen arg schnell bei dir. Bei mir auch. Das ist, glaube ich, normal. Ich find die Kommentare von Kader 17 gut. Bottom, Middle, Top, Top könnte ein neuer Konami-Cheat werden. Sehr gut. Ingo träumt davon. Ach, gleich bin ich wieder, muss ich wieder in 6-1 anfangen. Ach, einfach zu unfähig heute. Das schaffe ich nicht. Scheiße, jetzt scheint das bei mir an der Zeit. Ja. Och du Schildkröte, geh doch einfach weg. Oder vielleicht muss man wirklich laufen. Ich muss das Level neu starten. Ich muss mein ganzes Leben neu starten, ey. Das ist mein ganzes Leben neu starten. Ich auch. Oh, dann fange ich mit Mario an und erzähle, ob es geklappt hat. Na geh doch einfach, du blöde Kanone, und schieß dir doch selbst in den Nein, letztes Leben in 7-3, bitte nicht. Mario ist auch so ein fieses wieder Game Over in 7-3. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit, mehr. Um das alles durchzuziehen. Vor allem, du musst ja echt durchraschen, das ist ja total ätzend. Ja, ich werde es ja auch aufhören. Acht gesehen, aber... Nein!
zwei Welten noch. Komm. So. Also zwei Unterwelten. Safe and quit. Ich meine, ich finde das Spiel Mist, aber ehrlich gesagt möchte ich das jetzt noch zu Ende zocken hier irgendwie. Weil was ist euer Highscore? Ich habe jetzt 483.100 geschafft. Ich habe keine Ahnung, was mein Highscore ist. Wird ja am Anfang angezeigt. Wird ja jedes Mal zurückgesetzt, wenn du, wenn du stirbst. Ach so. Ja. Ja! Ach, herrlich. Also ich höre jetzt auf, ich mache nicht mehr. Ich bin bis 7-3 gekommen von Anfang an. So weit bin ich noch nie gekommen. Außer mit Warps. Hä? Was macht er denn da? Das Schöne in dem All-Stars ist auch, man kann halt auch einstellen, durchgehend mit welchem, also wenn man einmal so weit war in dem Spielstand, den Level, in dem man dann starten will. Das ist auch ganz nett. Kann da nicht das finde ich sehr viel, sowas, schade. Ja. Ja. Nein, die Hammerärsche sind schon wieder da. Oh, geh ja noch an. Ja, da muss er entweder ganz schnell drunter, aber das ist 8-3. Ja. Ach, da springt er jetzt gar nicht mehr. Warum springt er jetzt nicht mehr? Mach jetzt mal einfach. Speichert der das? Nee, der hat das nicht gespeichert früher, oder? Nee, das Mario Bros. Hat keinen Speicher. Auf dem NES hat keinen Speicher. Auf dem Mist hast du speichern können, ja. Nee, ja, mit Safe States, ja. Mach mal ein Safe State, dass ich meinen Highscore habe. Und jetzt probiere ich auch noch mal die Super Nintendo-Version. Warum nicht? Soll ich eh noch auf Miri warten, bis sie es durchspielt? Oder Ingo? Wir können noch Wetten abschließen, ob sie vorher kollabieren oder es schaffen. Ich hoffe, ich habe noch Baldrian im Nachtschrank, ey. Oh, es gibt auch noch ein All-Stars, in dem auch Mario World dabei ist. Ja, das habe ich hier bei mir geladen. Das ist, glaube ich, auch das Coolste, weil da hast du alles. Genau, Super All-Stars plus Mario World. Genial. Ja. Aber trotzdem muss ich sagen, es zeigt mir jetzt heute nicht, dass Mario ein entspanntes Spiel ist, was alle runterfahren lässt oder runterkommen lässt. Irgendwie. Ach, Löschen. Warum hämmert der sich keinen hier? Mein Gott. Das ist schön. Ich finde dieses Intro auch sehr schön, ja. Oh, diese Farben zu sehen, so schön nach diesem braunen Matsch. Dieses Drecks 8-1 Level. Oh Mann, komm, ja, mal. Oh nee, warum kann der mir den Hammer in den Hintern schieben, ohne dass der stirbt? Ich verstehe das. Diese nicht. Hammerbrüder sind echt so fies. Oh, die sind aber einfach Superpower ein Drecksäcke, ist. Ey. Das sind richtige Drecksäcke. Oh, ist das herrlich. Hier die schönen Kartons sind richtig eingescannt. Es ist so toll. Eingescannte Kartons? Ja, in Mario All-Stars, da sieht man die Kartons. Ja, ja. Oh, das muss ich gleich speichern. Ist das bunt. Mir brennen die Augen. Von der Kanone. Ach Mann, warum springt der nicht, der Drecksack? Ach, jetzt. Ah, hier wird anscheinend das Highscore gespeichert. Ha, nein! Ah, du blöde Kackschildkröte. Ey, ich werde dir den Panzer vom Fleisch reißen. Oh, die Knöpfe sind ganz falsch. Ja, du musst halt Y ist Rennen und B ist. Das kannst du auch ändern, wenn du beende das Spiel mal und starte das mal neu. Kannst halt. Das ist wo du dein Safe Game auswählen kannst. Kannst du mit Select das. Genau, da kannst du den. Verhaltene Gamepads der Tasten ändern. Naja, eigentlich müsste ich ja mit einem Super Nintendo Pad jetzt spielen. Das ist ja auch ein Super Nintendo Spiel. Okay. Ja. Aber ich habe jetzt keins. So, 8.3 haben wir gesagt, ne? Ach, ich habe mein gutes 8-Bit-Do im. Ich habe mein 8-Bit-Do im Super Nintendo Design genommen. So, ich glaube, ich werde jetzt gleich mal das Ultra Mega Super Nintendo Safe State Gecheate machen hier. Oh, super. Ich hab's auch soweit, ich habe keine Reaktion mehr. Dann gucken wir alle Miriam und Ingo zu und können Wetten abschließen, wer zuerst kollabiert oder siegt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man so lange Spaß macht. Also. Und ich hab nie gecheatet. Aber du bist ja auch nicht, du hast es einfach normal gespielt, du bist ja nicht so weit gekommen. Ja, aber wie gesagt, also ich bin zufrieden, was ich geschafft habe. Mir reicht soweit. Passt. Ich wäre auch gerne mal so zufrieden. Aber wenn Arne nach dem dritten Versuch bei Welt 7 ist, das gelingt mir definitiv nicht. Also. Ja gut, der hat ja auch Safe State. Arne hat keine Safe State. Ach, Arne. Arne hat keine Safe State. Ich bin, ja,
Ich bin bis Welt 6 ja auch gekommen, oder wo ich da war, oder 7.1 oder 6.1 oder sowas. Dann kam ja Pong, komischerweise, was ich bis heute nicht verstehe. Aber ich glaube, ich bin aus einer Taste abgerutscht und habe wahrscheinlich versehentlich den Pong-Core geladen, aber ich weiß es nicht. Ja. Sonst hätte ich ja auch noch ein Stück weiter gespielt. 8.3, das klingt gut. Das ist ja schon länger, da ist sie ja schon länger. Nee, 8.2 war sie vorhin noch. So, das war jetzt bis der Hammer. Vor drei Fluch. Oh, da ist ja noch einer. Oh, nee. Och, Mann, du dumme Pflanze. Vor drei Flüchen war sie noch bei 8.2. Oh. Kann ich da rein? Nee, kann ich nicht. Oh, da ist ja noch so ein Hammering. Oh, Harry hier. Oh. Oh, endlich mal ein vernünftiges Mario spielen. Nein, stirb doch nicht. Das ist mir fast zu bunt, was du da spielst, Sebastian. Das ist eine Bonbon-Version. Das ist das World. Ja. Ich habe das World, wie lange dauert es, bis man World durchzockt? Kommt drauf an, wenn du alle 96 Welten spielen willst. Dann relativ lange, weil vor allem die Sternenwelt ist ziemlich kompliziert, beziehungsweise, aber hier kannst du zurückrollen. Ich weiß gar nicht, weil ich damals gezockt habe, also ich habe irgendwann meinen Spielstamm nicht mehr gefunden, aber ich muss mal schauen, vielleicht fange ich nochmal an. Irgendwann mich hat wirklich geschockt, dass ich heute gemerkt habe, dass das erste Mario nicht nach links zurückscrollt, wie gesagt, das wusste ich nicht mehr. Ich dachte immer, das war der Schaden bei Genesis, dass es nicht geht und Mario konnte das. Mario kann das ab 2. Ja, wusste ich nicht. Ich dachte halt tatsächlich, das war eine Einschränkung bei Genesis. Ja, ab dem US 2. Ja, genau. Ja. Ja, das. Wenn ich mal 2 spreche, dann. Sprichst du nicht von Lost Levels. Ich genau. Brauche auch gleich was für die Nerven, ey, und nicht nur dafür. Mhm. Aber es sieht gut aus bei dir. Ja, ich bin klein, hab nichts zum Schießen. Das sieht super gut aus bei mir. Jawohl, guck mal, wie gut das hier aussieht. Hast du dich nochmal gereinigt für die letzte Runde? Mein Gott, ein Bad genommen? Ja, natürlich. Letzte Ölung. Oh, diese Musik macht mich kirre. Warte mal. 1, 2. Huch, da geht's ja. Ach doch, geht. Komme ich hier irgendwo rein? Tatsache. Ich erlebe, Miro. War das denn jetzt richtig? Oder war das falsch? Oder war das richtig? Frage über Frage. Oh, da komme ich doch niemals hoch. Wie soll ich denn da hochkommen, Leute? Was ist denn das für ein Frevel? Da spielt ja jemand Mario World. Ja. Das kommt doch erst später. Ich habe hier mal meinen Adapter. Das ist mein kleiner, auch nur da. Spring daneben. Super Nintendo nach DB9 und dann habe ich den DB9 zu USB. So, 8.3. Oh, mein Rücken. Oh, der springt nicht mehr. Warum tut Adapter das? An Adapter sind wir hier bei. Genau, hier so DB9 kommt dann an den Retro-Adapter. Oh, das geht. Guck mal. Da gibt es auch eine Firmware von mir, die habe ich verbessert. Falls den jemand hat, das ist halt der Mojo Retro-Adapter. Da habe ich so eine Firmware für modifiziert. Du machst dich im Chat Sorgen, ob du Pilze bereit hast, Miriam. Pilze. Nee. Ob du noch welche hättest. Wenn jemand welche für mich hat, gerne. So. Ich habe nur Gummibärchen. Ach, tun's für den Anfang auch erstmal. Nein, du dumme Scheiß! Ah. Oh Mann. Ja, was man in Mario World ein bisschen, Super Mario World ein bisschen blöd finde, ist, dass man halt nicht überall speichern kann, sondern nur in so Schalterpalästen oder Hexenhäusern oder sowas. Oh. Geschafft ja. Hat. Jetzt bin ich echt voll raus hier. Es gibt ja noch Paläste, die blauen, ne? Die sehen so grau aus, so blau-grau, oder nicht? Was? Bei Mario World gibt es doch auch noch so Paläste, diese blauen. Abgetrocknete Wald. Ja, gut, ja, es gibt halt diese Zwischen- und Endgegner bei den jeweiligen, auf den jeweiligen Inseln. Aber was ich halt Schalterpalästen meine, ich war ja wo du halt diese roten, blauen, gelben oder Dings, Schalter hast, mit dem du halt so dann diese Steine umfärbst, ja. Anmachst. Ja. Hast du die Safe-Stats auf die Knöpfe geroutet, Ingo, oder wie machst du das?
Es gibt Tastenkombinationen. Ach so. So, guck hier. Was ist denn da? Ja, das Durchspringen durch die Blöcke ist aber echt komisch, Mann. Das verändert das ganze Spiel. Zum Besseren. Naja. Es ist halt schon... Ich glaube, das Ziel ist, du darfst nicht kleiner werden halt. Aber wenn du einmal kleiner wirst, dann hast du nicht mehr die richtige Power. Ich war fast die Hälfte der Level klein. Deswegen meine ich ja, das ist ein bisschen wie ein Schmupp, wo man eigentlich aufgerüstet bleiben will, sozusagen. Ne? Man wird es nicht verlieren. Ach, Kerl. Rennsprung. Ah, auch genial. Ich merke es gerade, bei Allstars gibt es einen richtigen Hall-Effekt in der Höhle. Alles hallt, ja. Also so ein DSP-Soundchip-Effekt. Hammer. Parallax-Scrolling. Die Blöcke verändern auch nicht mehr die Farbe, wenn sie so hochfluppen. Die Münzen sehen auch noch leuchtender aus, noch goldener. Ja, ich habe so einen Glanzeffekt. Ja, wirklich toll. Also. Ich fand die alte Grafik fast charmanter. Sie ist schön, aber ich fand die alte Grafik charmanter. Ist jetzt etwas kitschig bunt fast. Ja, genau. Ja. So ein bisschen im direkten Vergleich, ja. Ist natürlich modern. Aber der Sound ist, dieser Hall-Effekt hier ist wirklich beeindruckend. Gerade für damalige Verhältnisse, auch das Parallax-Scrolling und so. Wir hatten das äußerst damals auch für unser Super Nintendo. Aber ich habe eigentlich immer nur Mario 3 drauf gespielt, weil wir hatten Mario 3 nie auf dem originalen Nintendo, nur in dem Allstars-Paket. Macht auch total Laune. Ach, es ist schon herrlich. Oh, Miri, bist du durch? Nein, ja, durch bin ich. Aber wir warten nur noch auf dich. Oder auf Ingo, er zieht nach. Wir können ja schon mal zum Fazit kommen. Nein, wir genießen jetzt das Ende von Miriam. Ja, genau. Das Ende. Komplettes Verzweifeln. Ich bin jetzt auch in 8-4. Ja, aber ich weiß halt nicht, wie ich hier zu diesem... Nein! Oh, so viele, warum? Alles Level 8 ist? Warum ist die Hälfte schwarz-weiß? Oh, weil das diese unzerstörbaren die sind ja nicht unzerstörbar, sind. Ich kann die ja zumindest einmal platt machen. Ja, aber dann kommen sie ja wieder. Der Zeit. Oh, wo komme ich denn bei Bowser raus? Oder wo muss ich hin? Muss ich wieder eine Lösung suchen? Nein. Ich finde, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich finde, das Spiel hat so ein bisschen so eine Art Sandbox-Charakter. Nein. Wo es total linear ist, kann man da echt viel so rumprobieren, ausprobieren, verschiedene Steine zerstören, andere Zeit Wege finden. Das ist die Zeit ja. dazu knapp, ehrlich gesagt, weil die Auswahl im Ausgang. Sagen wir mal so, es wurde eine Spielmechanik programmiert, die so vielfältig ist, dass es tatsächlich so ein bisschen sowas von Sandbox hat. Wiederholt sich das denn jetzt hier alles wieder? Ja, die ganze Zeit. Warum denn? Was ist denn, was müssen wir jetzt hier machen? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich muss hier ich irgendwo... könnte ja mal gucken, wenn ihr ja, wollt. Ja, dann guck bitte da herum. Ja, guck mal, Mensch. Aber oben, unten, Mitte geht ja nicht. Ihr seid anstrengend. Da gibt es richtig Karten für, wie schön. Oh, schon wieder so viele Scheißdinger. Oh, die stirbt. Atmen. Oh, langsam atmen. So, wo muss ich jetzt denn rein? Da sind schon wieder... Oh, Mann. Hier gibt es semitransparente Wasserfälle. Ist das herrlich. Ich möchte so gerne deine Begeisterung teilen. Und Wolken mit einem Lächeln im Gesicht. Ach du Scheiße. Ja, aber es wiederholt sich ja alles. Was müssen wir da machen? Wolken mit lächelnden Gesichtern. Also, ihr müsst zuerst die ersten beiden könnt ihr überspringen. Warte mal. Das kann man ja nicht mal beschreiben. Ersten beiden was? Jetzt kommt Lava hier. Was kommt dann? So, da kommt so ein langer Lava-Teil. Wo ist der denn? Was kommt dann? Dann kannst du in den C, das ist der Röhre C, da kannst du reinspringen. Dann kommst ist du bei das der, die Röhre C, ja? Ja, das ist die Röhre C. Da kommst du okay. bei der anderen Röhre C wieder raus. Über die nächste rüber, in die danach auf keinen Fall reinspringen. Oh.
Nein! Kann man denn über E? Also du kannst einfach immer in keine Röhre reinspringen und dann gehst du danach in die G-Röhre. Das ist die allerletzte. Ach, scheiße, Moment, nicht in die. Also. Ja, ich kann auch nicht beide betreuen, das ist schwierig. Also, Moment, hier ist jetzt mein. Moment, halt. Da darf ich auf keinen Fall rein. So, jetzt kommt erstmal das Lava-Gedöns. Genau. So. Und dann, danach kommt die Röhre, wo du reingehst, wenn du. Wo ich nicht rein soll. Da kannst du rein, dann kommst du ein Stück weiter, kommst du bei C raus. Den kannst du nehmen. Ah, zu spät. Also die dritte Röhre. Ingo, nicht beide gleichzeitig, das ist dafür zu spät. Moment, bitte. Ja, da hätte ich auch reingemusst, merke ich. So, da kommt man raus, wenn man C genommen hat. Okay. Die nächste kannst du einfach überspringen. Bei der nächsten, wenn du. Ah! Wenn du da, wieso hast du da wieder Lava? Da war kein Lava. Ach, du bist schon gestorben. Ja, ich bin schon tot. Aber ich habe ja hier. Ich speichere euch das gleich ab. Also. So, nochmal. Da soll ich jetzt nicht rein. Sebastian, du solltest auch nochmal das Original probieren. Ich glaube, das hat mehr Lag auf dem Super Nintendo. Minimal, aber es ist etwas verzögerter, glaube ich, als das Original. So, und wie komme ich da Original oben rein? Kann ich ja nicht, das Original kann hin? Ich nicht spielen. Das, Moment, ich habe das ganz voll. Ah, ich hab's. So, okay. Warte, ich muss speichern. Okay. Ja, und jetzt? Ingo, ich werde dir kurz was einblenden. Warte mal eben kurz. Ja, schaffe ich das? Ganz kleinen Moment. Einfügen, Bild. Aber das wird wahrscheinlich ein bisschen zu klein werden, das Bild. Habe ich so den Verdacht. Ich gucke mal, wie das geht. Ja, das könnte schwierig werden. Ach, ich bin schon wieder hier. Ach, das ist ja doof. Nee, komm, ich starte nochmal, weil ich habe da war ich richtig. Gleiche Ranke hier auch. Sieht auch viel schöner aus. Die Blätter sind alle anders. Oh, und hier auch, hier sieht man noch so ein Mario-Gesicht mit einmal. Ja, siehst du ja in den Bonus-Stage eigentlich immer. Oh, und hier, ja, die Wolke auch mit so einem Gesicht. Auch schöner Farbverlauf im Hintergrund. Bist du's nicht? Nee, das Bild ist zu breit, das kann ich nicht einblenden. Warte mal, dann ist es nicht. Aber ich gucke nochmal. Sag mal, wo du bist, dann kann ich wieder gucken. Am Anfang. Ich war nochmal am Anfang. Miriam ist schon bei G. Das ist jetzt, du bist bei G rausgekommen. Ja, aber jetzt. Ich habe nichts zum Schießen. Ich habe gar nichts. Dann musst du nur durchlaufen bei H rein und dann kommst du zum Letzten. Miriam braucht keine Probleme. Also Ingo, ich guck bei dir mal. Wo bist du jetzt? Ich brauche keine Probleme. Ich bin bei Röhre 2. Sie hat schon genug. Das ist das Wasser, das Große? Ja, genau. So, jetzt kommt Röhre 3. Ja, da könntest du reingehen, ja klar. So, warte mal. Da kommst du bei. Oh, der letzte, du blödes und dann? Flammending, du. Bist du wieder rausgekommen irgendwo? Ja. Okay. Dann kannst du die nächsten zwei, drei über alle überspringen. Also drei Röhren überspringen. Alle hinter das nächste Wasser, immer weiter. Scheiße, da komme ich nicht weiter. Ach, Scheifel. Scheifel? Kannst stundenlang jetzt einfach weiterspringen. Jetzt musst du eigentlich gar nichts mehr rein, außer die allerletzte Röhre nachher. Das dauert. Mann, warte mal. Ah, du Tintenfisch-Drecksarsch. Oh. Hä, jetzt bin ich schon wieder hier? Nein, jetzt Achtung, Vorsicht, da kommst du bei H raus, da kannst du rüberspringen. Warte. Danach kommt wieder einer von den blöden Schildkröten, auch den nächsten überspringen. So, Mann, was ist das denn? Was da hoch, in die Röhre da oben? Oh, nein. Und dahinter ist der Endgegner, der letzte. Oh, warte. Bei Miriam jetzt. Animierte Wellen. Nee, jetzt hängt wieder von vorne an. Nein, und wie komme ich denn? Oh, wie soll ich das denn bitte schaffen? Boah, Leute, das ist ja. So, wo bist du jetzt, Ingo? Nochmal am Anfang jetzt von der von dem zweiten Level, also von der zweiten Ebene. Nee, ich komme ja nochmal nicht vorbei. Okay, dann machen wir weiter. Jetzt kommt der hohe. Nee. Ich glaube, oder da rein. Nee. Gehen wir weiter. Oh, nein, nee, ich komme da nicht dran vorbei, ganz ehrlich. Jetzt kommt der hohe, genau. Jetzt musst du einfach nur weiterlaufen. Ah, scheiße, jetzt bin ich klein. Einfach weiter. Umbringen. Oh, ich jetzt bin da. Da fängst du wieder von vorne an. Scheiße. Ich weiß nicht, ich habe gerade auch den Überblick verloren, wo du bist. Warte mal, ich gehe nochmal zurück an dem. Jetzt bist du bei der einen Fläche da. Das ist jetzt die zweite Ebene, der Anfang. Da, wo ich reingeklettert bin. So, das ist der. Nein, das war so knapp gerade.
Da wäre A, wenn du reinfliegst, das darfst du nicht. Den nächsten musst du überspringen. Dahinter ist ein. Ja, da, jetzt weiß ich wieder, wo du bist. Nee, dahinter ist kein. Patrick, der Chat in so sagt, wir übertragen irgendein Menü bei Twitch oben am Rand. Okay. Das können wir jetzt aber auch nicht mehr ändern. Warte mal, ich kann gerne mal gucken. War aber eigentlich, kann das nicht sein, außer irgendjemand hat. Ich guck mal kurz. Nein, ja, da ist ein Millimeter von Zoom zu sehen. Das ist aber die ganze Zeit schon. Das ist nicht schlimm. Danke trotzdem für den Hinweis. Das kann ich rausschneiden das nächste Mal. Es ist minimal verrutscht irgendwie. Ah, oh, ich habe es geschafft. Warte mal, das muss ich mir gleich abspeichern. Das ist kleiner... Wo bin ich jetzt gelandet? Ui, also verrutscht, das klickt da noch wieder drauf rum auf dem Rechner oder wie? Ich habe das jetzt eben gemacht. Also der Rechner ist abgehört. Ich habe gar keine Verbindung dazu gehabt. Warum OBS sie verschoben hat, weiß ich nicht. Der hat auch unten meinen Namen abgeschnitten, jetzt unseren Namen. Wie soll ich denn das schaffen, bitteschön? Aber das ist nicht schlimm, man kann das gut sehen. Mit Timing. So. Hier im Hintergrund Statuen von Goombas, Steinstatuen. Ich bin hin und weg, ich habe das, glaube ich, echt früher nie gespielt. Also ich habe mal hier für alle, die das jetzt kommt. Ingo? Ja? Ich habe mal in Chat einen Link reingepackt. Ja, warte mal. Es könnte dir eventuell helfen. Ha, ich hab's. Ah, ich hab's. Sehr gut, sehr gut. Ich hab's, glaube ich. Sag was. Mario, thank you. Mario, your quest is over. We present you a new quest. Was? Oh nein. Push button B to select a world. Ist das jetzt bei mir X oder wo ist das? Bin ich jetzt durch? War es das? Aber ich muss echt sagen, Prinzessin Peach sieht aus, als hätte sie Mumps. Also ganz im Ernst? Hm? Das Ende vom Game Boy war befriedigender. Das war viel schöner. Ist das jetzt alles gewesen? Und kann mir jemand sagen, warum normalerweise? Ich wurde gelöscht, ich bin weg. Was war jetzt B? Und nu? Du hast es geschafft. Vielleicht wird es jetzt schwerer. Meinst du? Ja, es wird schon schwerer, aber... 2-1 kommt jetzt. Wieso komme ich jetzt auf bei 2-1? Du kannst es, glaube ich, auswählen, wo du startest oder so. Keine Ahnung. Also. Aha. Das war alles? Das ist ja unbefriedigend. Ja. Ich bin weg. Ach, guck mal, das ist jetzt viel schwerer. Das ist New Game Plus. Ja, da sind deutlich andere Gegner jetzt schon drin. Ja, aber musst du da das nochmal spielen, dass du dann ein echtes Ende bekommst, oder? Kann sein. Ja, zuständig über Ghost Goblins. Interessant, das wusste ich gar nicht, dass das ein New Game Plus hat. So. Wieso fängst du gleich in Welt 2 an? Wir können ja auf jeden Fall mal zum Fazit kommen. Ich suche mein Kamerabild, das ist weg, das kriege ich nicht mehr angeschaltet. Auf jeden Fall habe ich alle meine Punkte weg. Also, Bist du sicher, dass keiner den Streaming-Rechner hackt, Patrick? Das ist doch jetzt komisch. Das ist jetzt von mir zu Hause. Ich sitze hier zu Hause, mein Bild ist weg. Die Kamera wird nicht mehr erkannt. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich ist das eine Schonung für die Zuschauer um 22:35 Uhr, dass wir so lachen und auf die Kameras abgestellt werden. Ich suche meine Kamera weiter und Michael kann ja schon mal sein Fazit machen. Okay, also die Gameboy-Version war toll. Die NES-Version, jetzt hier das Remake, ist zwar schön anzuschauen und ja, es hat einen gewissen Kultstatus, aber ich würde es heute eher selten auspacken und nochmal spielen wollen. Da muss dann wirklich schon Hardcore drauf sein oder dich sonst auch irgendwie hassen, keine Ahnung. Nee, ich brauche das jetzt tatsächlich nicht mehr. Ja, ich suche weiter mein Bild und Manfred kann ja dann schon mal was sagen. Also wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht. Und ich bin zwar ja allzu weit gekommen im Spiel, aber das hat mir gereicht soweit. Und ich hätte es vielleicht mit Gamepad zocken sollen, aber gut, dafür, dass ich fast nie gezockt habe, so war schon in Ordnung, ja. Ja, dann haben wir den Stefan. Ja, der erste Teil macht mir nicht wirklich so viel Spaß, obwohl er eigentlich alles schon hat, was die 2D-Marios ja dann irgendwann ausmacht. Ich glaube, ab Mario Bros. 3 bin ich aber wieder voll dabei, auch mit vollem Spaß. Von daher, ja, gemischt. Der nächste, bitte. Ja, der nächste wäre dann Arne.
Ja, also ich bin jetzt total begeistert. Ich wusste schon, dass ich das Spiel mag, aber ich mag es jetzt noch viel mehr. Und ich fand es total erstaunlich, zumindest auf dem Mister, vielleicht liegt es an dem Lag, dass da weniger Lag ist. Aber ich bin jetzt von 1 bis in 7, bis in Welt 7 gekommen. Und früher als Kind bin ich maximal ohne Warps von 1 bis in 4 gekommen oder so. Es kam mir jetzt also viel leichter vor. Und was wollte ich noch sagen? Ich finde das ganz toll, was da alles eingebaut wurde an kleinen Spielmechaniken. Zum Beispiel die Schildkrötenpanzer, die so abprallen. Die Steine, die man so hoch wuppen kann. Und dann bei dem Wuppen sammeln sie eine Münze ein oder machen andere Gegner weg. Und diese ganzen Sachen fallen mir jetzt noch viel mehr auf als früher. Finde ich ganz, ganz toll. Ich habe jetzt mal kurz hier die All-Stars-Version reingeschmissen. Die gefällt mir auch super gut. Die habe ich irgendwie aus irgendeinem Grund früher, obwohl wir es hatten, fast nie gespielt. Und was soll ich sagen? Ich bin total begeistert. Ich habe jetzt sogar so das Gefühl, dass in späteren Marios auch einiges verschlimmbessert wurde. Das Super Mario Bros. 1 hat eine unglaublich, finde ich, sehr exakte Steuerung, reagiert sofort. Und ich habe das Gefühl, dass die späteren, zum Beispiel die Wii-Teile, Super Mario Wii und Super Mario Wii U und New Super Mario Bros., fast etwas verschlimmbessert wurden, weil da ist es irgendwie noch träger oder irgendwie reagiert es nicht mehr so zackig und man kann auch nicht so schnell durchrennen wie hier. Also, was soll ich sagen? Es ist ein Klassiker, es ist super, nur die NES-Version ist grafisch halt total hässlich. Ich finde es einfach hässlich wie die Nacht. Das wird halt hier in der Super Nintendo-Version zum Glück ausgeglichen. Da sieht es dann auch schön aus. Ja, ich freue mich schon auf die anderen Marios. Ja, ich auch, da habe ich frei. Nein, ich habe, wie gesagt, gerade ein Bild von dir, aber es ist egal, bin gerade ein bisschen verwirrt. Sebastian, warst du eben schon dran? Oder? Nein, ich war noch nicht. Okay, aber dann habe ich doch nicht, dann mach du mal weiter. Genau, ja, also das Mario 1 ist jetzt von den Marios auch nicht mein Liebstes, also, aber ich spiele, also vor allem die All-Stars-Version, beziehungsweise eigentlich nur die All-Stars-Version, spiele ich eigentlich immer wieder ganz gerne, auch mal so zwischendurch, einfach mal so ein paar Level. Also ich habe es auch mal tatsächlich als Kind und mal, beziehungsweise auch vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, das letzte Mal durchgespielt. Aber das ist mir tatsächlich bei Mario 1 gar nicht so wichtig. Also da ist tatsächlich nur mal hin und wieder mal so ein paar Level spielen, so ein bisschen Erfolgserlebnisse auftanken, wenn man so ein bisschen durchkommt. Und ja, das ist eigentlich das, was mir so Spaß macht. Und ja, aber ich freue mich eigentlich auch eher auf die anderen, auf andere 2D-Marios. Die 3Ds, das ist so gar nicht meins. Das, aber. Ja, dann sind wir natürlich gespannt. Wo du das sagst, eben kurz, dieses Super Mario Bros. 2 sollten wir, finde ich, auch mal spielen. Weil das habe ich vor kurzem einfach so aus Jux auch mal durchgespielt zum ersten Mal. Und das macht auch total Laune. Und das hat ja auch diese vier Charaktere und so. Also ich fände es auch voll cool, wenn wir auch irgendwann mal Super Mario 2 spielen könnten. Es hängt ja davon ab, ob die Zuschauer es wählen. Also eingereicht ist es ja noch nicht, weil wir jetzt erst die Marios umentschieden haben. Aber sobald die eingereicht werden, stellen wir die mit zur Wahl natürlich. Ja, dann interessiert uns natürlich besonders aus unserer Therapiegruppe, der Ingo. Wie geht es dir? Wirst du jetzt dein Leben lang Mario weiterspielen oder hast du weiterhin Probleme mit Klempnern und Jump'n'Runs? Ja, also ich habe es jetzt ja auch durchgeschafft, dank Save States. Und ja, wie soll man sagen, also so richtig Spaß hatte ich nicht. Man konnte sie jetzt natürlich spielen, aber es ist jetzt halt nicht meins. Ich hätte es nicht freiwillig gespielt. Ja, und dann interessiert uns natürlich die Meinung von Miriam. Miriam hat es ja jetzt durchgespielt, zwar mit Save States und war jetzt natürlich nicht so in Anführungszeichen souverän wie Ingo, wie Arne, aber hat es natürlich geschafft, das Ende uns zu zeigen und hiermit sozusagen auch dann dem ganzen Stream ein Ende zu bereiten. Miriam, hast du dich beruhigt? Hast du Beruhigungsmittel gefunden oder bist du jetzt wieder tiefenentspannt? Ich bin so unfähig. Das ist frustrierend. Das Spiel ist toll, gefällt mir total super. Das ist eigentlich auch genau mein Ding. Nur wenn du wirklich deinen Spiegel vorgehalten kriegst und so viel Ungeschick vor Augen geführt bekommst, wie ungeschickt du bist, das ist so frustrierend. Ich habe mich so aufgeregt über meine eigene Dummheit. Ich habe Fehler, die man doppelt machen konnte, habe ich 5-mal gemacht. Die Musik, ja, kommt drauf an. Manche Level ist einfach nur nervig, aber so finde ich die sehr eindringlich. Also ich finde sie jetzt nicht aufdringlich, bis auf so gewisse Level. Hier diese Endgegner-Level, die sind ein bisschen anstrengend. Aber
Spielspaß ist auf jeden Fall da, aber du bekommst halt jedes Mal deine eigene Unfähigkeit vorgesetzt. Und das ist so frustrierend an der ganzen Geschichte. Da, ja, ich weiß nicht, da bist du halt schuld, dass du es nicht schaffst. Ja, und nicht, weil der Level so, also gut, der Level ist zwar manchmal schwer, aber du kannst es schaffen. Er ist fair. Ja, aber wenn du zu blöd bist, das zu schaffen, dann bist du irgendwann so frustriert und schmeißt den Controller nur noch an die Wand. Ob ich es jetzt nochmal spielen würde, ja, wahrscheinlich auf dem Game & Watch, weil da will ich es auch unbedingt zu Ende spielen. Da bin ich immer noch bei Level 6-4 und weiß nicht, warum ich es hier so problemlos geschafft habe, ohne Save State. Ich habe den Level da, glaube ich, ohne Save State geschafft. Aber auf dem Game & Watch schaffe ich ihn gar nicht. Also, das frustriert mich auch wieder auf allen Ebenen. Also da bin ich so mega unfähig. Nur wie gesagt, das Problem habe ich ja auch. Ich hänge da auch irgendwo fest und hatte dann keine Lust mehr. Ich werde es nochmal in den nächsten Tagen auch auf dem Game & Watch probieren. Ja, und dann denke ich bei mir auf den Nachtschrank. Vielleicht hätte ich da auch so eine Packung Baldi ran, sollte ich da besten hinlegen. Ich glaube, es könnte aber auch am, das könnte auch am Lag liegen. Ich weiß nicht, ob das Game & Watch könnte auch mehr Lag haben sogar, als wie du es jetzt spielst. Müssen wir mal testen. Also. Das läuft ja eigentlich auch auf dem Emulator, ne? Genau, da läuft nämlich auch so ein Nintendo-eigener Emulator irgendwie. Ja, das ich weiß es nicht genau. Oder sowas, keine Ahnung. Ich habe auf dem nee, Game, was Eigenes, aber ich hab auf dem Game Watch kaum einen Lag bemerkt. Ich habe es auch drauf gespielt. Das war besser als die Emulation am PC zumindest. Ich fand es da recht gut spielbar drauf. Aber ja, man weiß halt immer nie, zum Beispiel bei der PlayStation Classic Mini hast du ja auch den PSX Rearm drauf. Also das ist schon echt abgefahren. Ja, ich habe leider den Namen vergessen, weil Nintendo hat für das NES Mini einen eigenen Emulator gecodet. Der hatte irgendwie so einen komischen Namen, irgendwas mit C oder K. Ja, nicht NES Mini, aber oder Canva, irgendwas komisches eigenes. Das wurde dann auch von den Hackern auseinandergenommen und so. Das ist ganz witzig. Genau, das Canuva beim Super Nintendo Mini. Aber wie der beim NES Mini heißt, weiß ich nicht mehr. Ja, aber die haben was eigenes gecodet. Aber genau. Also, das würde ich auch sagen, wenn du mehr Lag hast, dann wird das Spiel ungleich viel schwerer. Und was du eben meintest, finde ich auch, diese Level-Designer bei Mario haben genau immer da Gegner platziert, wo du halt als erstes hinspringst, so fies. Ja, das ist halt so eine Art Tradition bei Mario, dass die das so machen. Ja, vor allen Dingen springst du aber dann nochmal dahin, weil du so aufgeregt bist und du denkst, boah, du willst es jetzt unbedingt schaffen und machst den gleichen Fehler nochmal. Ich sage ja, deine eigene Unfähigkeit mit der quasi wieder vor Augen. Genau, geführt. Du musst dich praktisch zwingen, nicht das zu machen, was du als erstes machen willst, sondern doch nochmal eine kurze Sekunde warten immer. So, es ist komisch, ja. Ja, man tendiert immer dazu, so durchzurattern. Also ich zumindest. Ich mache das ja nicht so wie Patrick, der da im Schneckentempo. Wahrscheinlich haben die einfach hunderte von Menschen das Spiel spielen lassen und deren Spiel aufgezeichnet und dann genau da Gegner hingesetzt, wo alle immer springen. So. Genau, da kommt jetzt der Hammer-Arsch hin. Ja. Ich hätte es ja gerne schnell gespielt. Ich hasse es, Spiele langsam zu spielen und nicht durchzurushen. Aber Mario hatte ich mit schnell überhaupt keine Chance. Aber wie gesagt, ich habe versucht, den Zugang zu finden. Ich finde das Spiel nicht schlecht, also bitte nicht missverstehen, aber ich habe halt immer noch nicht den Punkt erreicht, wo ich sage, dass ich es steuerungstechnisch perfekt finde. Ich finde es sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man es nicht als Jugendlicher gespielt hat. Und ich werde es wieder probieren. Ich nehme das Game & Watch mit und dann berichte ich davon nochmal. Und danach werde ich Teil 3 dann anspielen. Vielleicht komme ich damit ja wirklich besser klar. Und natürlich die Gameboy-Fassung logischerweise. Ich werde es auf jeden Fall auch nochmal spielen. Aber ich werde es dann versuchen, ohne Save-Stats zu spielen. Mal gucken, wie weit ich komme. So Level also, 1.2 oder so. Ich habe Level 3 geschafft mal jetzt beim Testen ohne Cheat. Aber weiter komme ich auch nicht. Egal, wie oft ich spiele. Also, dann schaffe ich 4. Ja. Aber das ist, wie gesagt, liegt auch hauptsächlich daran, dass das Ganze, wie gesagt, bei mir nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist. Wenn man das früher gespielt hätte, ist was ganz anderes. Also nochmal, das Fluchen hat nichts mit dem Spiel zu tun, sondern mit der eigenen Dummheit. Das Spiel ist super. Ja, also super würde ich es jetzt auch noch nicht nennen, aber es ist zumindest bis auf die Kacke ein absoluter Klassiker. Und es hat ein paar Stellen, wie gesagt, und ich muss auch Oliver nochmal recht geben. Ich finde halt die Steuerung nicht perfekt in diesem Teil. Das kann ich zumindest mal sagen. Sie ist teilweise etwas unplanbar. Aber wie gesagt, man kann sich an alles gewöhnen, selbstverständlich. Ja. Wobei ich mich natürlich frage, ob wir uns an die nächste Woche gewöhnen können, wenn da Mario 64 gespielt wird. Das halte ich für sehr interessant. Da bin ich sehr gespannt, ob man sich dafür noch begeistern kann. Weil ich habe Probleme mit Spielen aus der Zeit, die in 3D waren, finde ich halt, die haben einen sehr problematischen Alterungsprozess hinter sich. Und ich bin gespannt, ob man nach Meinung von euch dann das Mario noch spielen kann. Ich konnte es halt damals auch schon nicht spielen, weil ich, wie gesagt, keine Konsolen hatte und ich auch jetzt nicht gerade ein Fan von Mario war damals, aber ob das heute noch geht, da bin ich sehr gespannt. Und Mario 64 hat so eine komische Welt,
später, wenn man die ersten paar tollen Welten geschafft hat, dann kommt irgendwann sowas, wo man nur noch auf so komischen, wie soll man sagen, Baustellengerüsten rumklettert. Und das fand ich so langweilig, auch mal sehen. Da werden wir dann wahrscheinlich auch hinkommen nächstes Mal. Müssen wir mal gucken. Dann spielen wir am 15.07. Pinball Dreams und Co. Das heißt, Flipper von 21st, würde ich mal vermuten, ist damit gemeint. Also kann auch immer gerne Pinball Fantasy dann spielen oder ähnliches. Mal gucken, ob wir da eine ruhige Kugel schieben können. Dann haben wir am 22. vor, Rocky Horror Picture Show zu spielen. Da ist ja Miriam schon Expertin drin. Kann uns da ja nochmal zeigen, wie man es mal eben durchspielt. Ja, gibt es ja schon als Live-Video. Aber nicht die C64-Version spielen. Das Ende ist nicht schön. Das wird man dann mal gucken. Ich kannte da tatsächlich zuerst die Schneider-Version, die Amstrad-Version. Und dann haben wir noch am 29.07. Supercast 2 im Angebot. Das sind die Stammtische für den Juli. Und wer Lust hat mitzumachen, wie gesagt, Hinweisadressen sind eingeblendet. Ihr findet da alle Infos, wie man mitspielen kann. Wer mitspielen kann, hier jeder. Das heißt, im Chat zu schreiben, das und das und das ist ja einfach. Dann einfach bitte gerne dazukommen. Und wir freuen uns dann auch immer wieder über neue Teilnehmer, die uns da vielleicht zeigen, wie man solche Spiele heute auch entspannt spielen kann und mit freundlichen Sätzen kommentieren kann und nicht wie wir teilweise. Ja, wie gesagt, ich bin am Ende ganz überrascht. Ich bin überrascht, dass wir so lange gespielt haben. Ich bin überrascht, dass ich nicht Mario mehr beschimpft habe. Ich fand das heute, zumindest mein Verhalten gegenüber diesem Klempner war noch zivilisiert. Aber ich werde es wieder spielen noch mal irgendwann. Aber ich weiß halt nicht, ob man jemals den Zugang finden kann, wenn man ihn nicht in der Jugend schon hatte. Ja, danke an euch, danke an die Zuschauer und wir sehen uns mit dem Videostammtisch spätestens nächsten Donnerstag. Ansonsten gibt es ja viele weitere Projekte, auch da findet ihr die Infos auf der Homepage oder auch bei Twitch. Und ich werde jetzt gleich, wenn wir ausgeschaltet haben, mein Videobild mal wieder suchen. Ich habe es wirklich nicht wiedergefunden und mal gucken, warum ich heute Pong spielen muss. Das weiß ich auch noch nicht. Den Fehler möchte ich auch noch mal gern verifizieren. Danke an euch alle und bis demnächst. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.